Hallo, ihr lustigen Total War-Fans da draußen und herzlich willkommen zu einem, spontanen Sonntagabend Total War Arena Livestream. Ich bin gerade eben ohnehin ein bisschen am Rumgrinden und habe mir gedacht, ach komm, haust einfach mal den Stream an, was kostet die Welt. Ich bin auch nicht alleine, da ist der Basti bei mir. Grüß dich. Hallo. Und ich habe heute auch schon einige schöne Tagessiege einfahren können, aber ich habe noch lange nicht alle und die lohnen sich halt einfach wie Sau jetzt gerade eben noch. Also eigentlich versuche ich noch alle zu bekommen, weil ich habe jetzt inzwischen dadurch, dass es jetzt hier halt quasi diese 300% auf alles gibt, so gut wie alle Kommandanten freigeschaltet. Die einzige, die mir noch fehlt, ist Bodica und die will ich natürlich auch noch haben. Und vielleicht sehen wir sie heute Abend ja auch noch, ne? Also im Grunde eigentlich jetzt war das Wochenende wirklich perfekt dafür, um sich diese ganzen Kommandanten freizuspielen. Und wenn man da an einem Tagessieg halt einfach mal ein gutes Gefecht hatte, also ich hatte ein paar Gefechte, wo ich wirklich über 2000 freie XP bekommen habe. Das ist der Knaller. Kein weiterer Kommentar. So, bist du bereit? Tier 3, ja. Gut, dann klick einfach auf Spielen und dann legen wir los. Und ich sage natürlich auch erstmal Hallo zu Hans Heinrich und natürlich auch zu dir, Basti, und zu Gronksturm, die sich bereits im Chat aktiv befinden. Und natürlich auch zu allen anderen, die vielleicht noch kommen oder das später anschauen werden. Gronk sagt, ob er mitspielen kann. Klar kann er das. Muss einfach bloß jetzt hier reinkommen und dann kann er beim nächsten Gefecht mitmachen. Ich glaube, Loki ist auch gleich wieder da. Loki war sogar da, der ist bloß kurz duschen gegangen. So, ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal ankündigen, ich habe 4 Videos für Total War Arena gemacht, die jetzt alle diese Woche kommen werden, genauso wie dieses eine Video, das heute gekommen ist über Miltiades, bloß halt unterschiedliche Themata, die ich hier anspreche. Also zum Spiel, wie man meiner Meinung nach quasi spielen könnte, sollte, wie auch immer. Und wie läuft bis jetzt so dein Total War Arena Spiel dieses Wochenende? Oh ja, läuft gut. Hab mir heute auch das Video zu Miltiades angeguckt und das mal ein bisschen ausprobiert und es funktioniert, muss ich sagen, ziemlich gut. Naja, also ist voll geil, ne? Also wie du hast halt einfach die Möglichkeit, mit denen eigentlich eher wie so ein Barbaren zu spielen, sag ich jetzt mal, ne? Und wenn du es musst, kannst du doch den Hopliten machen, ne? Ja. Also das ist wirklich ordentlich. So, jetzt müssen wir bloß noch hier ein gutes Matchup bekommen. Ich hoffe ja echt, dass jetzt hier dadurch jetzt mehr Leute in dieses Spiel hier einsteigen werden. Und falls übrigens das Interesse besteht, ich frage jetzt ja gleich mal, auch wenn jetzt momentan wenig Leute da sind, ich habe immer noch Total War Arena Invite Codes, also morgen läuft ja quasi die Öffnung der Closed Beta wieder aus, ne? Morgen früh um 6 oder 7 war es. Aber falls jemand da draußen jetzt noch ist, der gerne noch in das Spiel länger hineinschnuppern möchte, der kann natürlich jetzt mal seine Need in den Chat hinein kommentieren und dann verlose ich vielleicht nachher auch nochmal ein oder zwei Codes für alle Interessenten. Aber es wird auch morgen Abend bei Total War Warhammer 2 wieder ein paar Codes geben. Also wie gesagt, ein paar habe ich noch, aber sie gehen zur Neige. Ich sag beinahe schon fast endlich. War schon sehr ehrfürchtig bei der Menge. So, ich bin übrigens Cäsar, ich werde Fernkampf machen, ne? Jo. Ganz da hinten mich aufstellen. Ich werde, warte mal, ich zeichne es ganz, ganz kurz mal ein. Ich werde hier mich befinden. Hallo. Hi. So, hallo. Da bin ich wieder. So, seid ihr beide jetzt gerade eben aufgetaucht? Also Loki und, oder bist du ein Gronksturm oder ist es nur Loki? Ich also bin ich da. Ah, beide, okay. Also wir haben gerade eben ein Gefecht angefangen. Wir werden allerdings mal gucken, wie lange es dauert. Ne? Also ich habe jetzt hier mal... Wir können gleich jetzt dann zusammen durchstarten. Jo. Okay. So, warte mal, was kann ich jetzt machen? Also Artillerie, Einzelkreis, Höchstradius. Okay, das machen sie anscheinend nicht mehr so. Die haben nämlich auch da irgendwas geändert gehabt. No prisoners! On to glory. Nein, du gehst mal dahin. So, ich muss erstmal eine ganze Menge Sachen hier aufbauen.
Die bauen jetzt hier. Das ist ja schon mal fertig. Das hier ist jetzt auch fertig. Dann kann ich jetzt hier vielleicht schon mal schießen. Ich schieße mal hier blind in den Wald rein. Das geht ja gar nicht in den Wald. Kommst du auf die Hopliten da? Ja, ja, auf die komme ich easy drauf. Rums! Das war sogar First Blood. Oh, da kommt ja richtig viel. Bogenschützen. Ich ziehe auf die Bogenschützen. Ja. Mal dahin. So. Oh Gott, das ist nicht so gut, was die da jetzt machen. Ja. Schieß mal dahin. Rums. Kohle schön durch. So gefällt mir das. Und wieder weg. Ich hoffe, die bleiben jetzt da stehen. Ich habe mein Cäsar-Skill hier angemacht mit dem Einzielen. Na toll, habe ich mal gar nichts getroffen. So, die fliegen, die Teile. Oh nein. Oder? Na doch, getroffen. Zumindest ein bisschen was. Ich hoffe, die bleiben jetzt da hinten kurz mal stehen. Es ist sehr weit weg, um hier gerade eben zu treffen. Hallo Hass, grüß dich. Ich versuche es mal da drauf zu schießen, aber es könnte sein, dass ich jetzt eigene treffe. Warte mal, zurückziehen, zurückziehen, Basti, zurückziehen, da kommen meine Geschosse hin. Oh, shit. Ich habe nur eigene getroffen. Voll kacke. Rums! Oh, der war gut. Der war wirklich gut, der Treffer. Einzielen, einzielen, einzielen. Oh Gott, nein. Oh, ich... Nein, zieh die nochmal zurück, zieh die nochmal zurück. Da kommt was runter, da kommt was runter. Ah! Okay, ich habe mehr Gegner getroffen als dich. Ach Gott, ich habe da jetzt ein Problem. Ich habe Kavallerie jetzt im Nacken. Na, ja, die rennt aber weg. Warum haben die das nicht gebaut? Scheiße. Ich habe jetzt richtig Stress. Irgendwie habe ich gemerkt, dass die Einheiten, wenn sie irgendwas umgebracht haben, automatisch das Ziel wechseln. Das kommt vor, ja. Ich verstehe nur nicht, warum. Ich habe auch schon festgestellt, dass es da irgendwie so eine Art Auto-Agro anscheinend gibt. Und das funktioniert ja nicht mal besonders gut. Meistens erschlagen sie dann mehr Verbündete. Richtig. Okay. Wo auch immer jetzt diese Kavallerie ist. Ich schätze mal hier oben. Was machen die denn da oben? Man weiß es nicht. Warte mal, da sehe ich doch was. Kann ich mal hinschießen? Spottet irgendjemand irgendwas? Jawohl, da habe ich was getroffen. Und hier geht es dann um den Tagessieg. Jetzt sind wir hier schon ein bisschen weg. Ich könnte mal hier hin zielen. Rums.
Ja, jetzt greifen sie leider doch an. Ich schieß extra jetzt mal hier so ein bisschen drüber. Oh, bitte, Geschoss, komm an, bevor da die Kavallerie ankommt. Jawohl! Ich kann die Bogenschützen nicht angreifen. Was, du kannst die Bogenschützen nicht angreifen? Ja, die da stehen. Die sind da irgendwie am Rand und immer wenn ich versuche, die anzugreifen, wollen meine Leute außen rum laufen. Okay, das ist seltsam. So, machen wir es halt so. Moment, nochmal aus, nochmal an. Habe ich gerade nicht verstanden, warum ich jetzt hier immer nur mit einem Katapult schießen kann. So. Ich stelle mich jetzt in Cap. So wie es aussieht, cappen wir jetzt. Ja, ja, ich stehe gerade drinnen und da kommt noch einer hinten nach. Oh, nee, das halbe Team kommt hinten nach, also es sollte relativ schnell durch sein. Kommt das Geschoss oder kommt es nicht? Nee, es kommt nicht. Wer auch immer das macht, bitte aufhören damit. Ich bin's nicht, ich hab's auch gehört. Ich war's mal auch nicht. Was auch immer der da jetzt tut, ich bleib da stehen mit meinen Leuten. Defenders to our base. Ja, immerhin ein paar Pferde getroffen. We have them. Ja, jetzt ist er aber eh vorbei. Ja, ja, ich weiß. Immerhin gewonnen, auch wenn das jetzt gerade eben keine Meisterleistung war von Julius Caesar. Aber ich hatte auch echt keine Möglichkeit, ne? Also darf man an der Stelle halt auch nicht vergessen. Der Kampf war halt einfach immer viel zu weit weg. Das hat der große Nachteil mit Julius Caesar. Du bist darauf angewiesen, dass die Leute sich auf das defensive Spiel einlassen. Naja, trotzdem gewonnen. Ich habe immerhin keine Männer verloren. Das sehe ich jetzt einfach mal positiv. So, dann lade ich euch beide mal ein. So, Einladung ist raus. Veni, Vidi, Vici. So, dann hätte ich nämlich jetzt hier nochmal einen Sulla, den ich gerne doppeln wollen würde. Du wie viel? 4. Was für eine Stufe? 4. 4? Okay. Swordsman! Mhm. Halt, Moment. Swordsman! Ich kann aber nicht allzu lange, vielleicht nur ein, zwei Gefechte. Ja, ja, kein Ding, kein Ding. Ich weiß, wie spät es ist, keine Sorge. Hallo Horest, grüß dich. Na, wie geht's? Basti, du fehlst noch. Ja. Okay, let's do this. Bin ja so gespannt auf die Dreier-Ulti von Sulla, muss ich ganz ehrlich sagen, wie er sich dann spielt. Darauf bin ich echt gespannt. Was kann das? Weiß ich gerade nicht auswendig. Muss ich gucken. Ächtung. Nahkampfinfanterie, gegnerische Nahkampfinfanterie bekommt minus 40% Nahkampfangriff. Das ist ordentlich. Und das als Aura. Boah. Also das ist schon ziemlich heftig. Hält zwar bloß, warte mal. Nee, das ist sogar dauerhaft an. Ach du Scheiße! Das ist dauerhaft an. Also das ist, das kannst du wechseln, diesen Status. Das ist heftig. Ja, das ist wirklich heftig. Betrifft aber auch eigene Einheit, so wie es aussieht. Das betrifft anscheinend alle. Also man muss mal sehen, wie das dann wirklich abläuft. Man muss es getestet haben. Ja, heute geht's mir ganz gut, Horest. Danke der Nachfrage. So.
frage mich ja, was hinter der Kamera ist. Man kann die Kamera ja ein bisschen links und rechts drehen jetzt hier, ne? Ich frage mich, was dahinter ist, wo die Kamera steht. Hi, Teddy. Das weiß ich nicht, aber wenn man das Mausrad drückt, kann man den Horizont, ne, den, wie heißt das? Ach, keine Ahnung, den Winkel nach oben und unten verstellen. Naja, ich weiß, dass man hin und her gucken kann, aber man kann sich nicht komplett umdrehen. Hi, Shadow. Ja, ich spiele erst seit, ich bin erst seit so 10 Minuten am Stream. Also kein Ding. Ich würde mal sagen, entweder Mitte oder links. Die rechte Seite mag ich irgendwie gar nicht, also die östliche Seite. Die halte ich für nicht relevant. Ach, ich mag die Karte generell nicht. Doch, ich finde die voll cool. Ja, auch nicht mit Kavallerie. Wer mitspielt? Der Basti spielt mit, der Gronksturm spielt mit und Loki spielt gerade eben mit. Nur Lokis Rechner braucht gerade eben noch eine Weile. Na, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ja, normalerweise bin ich einer, der wo als erstes drin ist, aber im Moment hakelt das Internet irgendwie. Wir können aber auch auf links gehen, aber ich will nicht in den Wald, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will eigentlich eher hier so in der Mitte kämpfen. Ja, auf Wald habe ich auch wenig Lust. Ist okay, nehmen wir Mitte. Ich werde dann einfach versuchen, den gegnerischen Nahkampf anzunehmen. Also, weil ich habe ja die defensiven Kämpfer. Man könnt ihr sie dann flankieren. Okay. Claim the enemy base or kill them all. 50 Lashes. Warum bin ich jetzt da gelandet? Keine Ahnung. Das Spiel scheint manchmal nicht ganz zu raffen, wer wohin geklickt hat. Swordsman! Da kommt Kavallerie. Oben. Bei mir. Die denken, glaube ich, dass ich hier Bogenschützen habe. Das ist schade für sie. Ich habe tatsächlich First Blood gerade eben geschafft. Die haben es sehr, sehr spät gemerkt, dass ich das da oben bin und keiner von ihnen. Also kein Fernkämpfer. Ich glaube, das hat sie auch geärgert. Das ist ja gar nichts. Ja, normalerweise stehen da ja oben gern mal Bogenschützen, ne? Oder sowas in der Art. Wo sind die denn alle? Da drüben sind Hopliten, da sind Speerwerfer. Aha, da kommen Speerwerfer, ja. Komm, die machen wir weg. Oh. Loki, wir greifen die an. Wir greifen, okay. Wir greifen den gegnerischen Hügel an. Ich komme auch hoch, da drüben ist nix. Kann von hinten reingehen. Steht da oben ein Katapult? Mhm. Ja. Wo steht das? Ganz oben bei denen, oder? Ja. Wahrscheinlich im Turmkreis, so wie es aussieht. Guck mal, was da kommt. Da kommt jetzt noch Hopliten, da kommt jetzt einiges. Ah. Ja, ich drehe gerade wieder rum, weil es tut nämlich langsam weh. Ja, ich hätte eher angegriffen, aber okay. Weil ich greife jetzt an. Ja. So ungefähr soll es auch laufen jetzt. Tschum, und los. Dann. 50 Lashes! Wow. Das hat wehgetan. So. Ich bin jetzt an ihnen dran, ihr müsst jetzt bloß was draus machen und flankiert sie oder sowas in der Art. Boah, ich bekomme mega Schaden, ey, von diesen blöden Wurfspeeren. Mhm. Die Artillerie schießt auf mich. Mist. Ja. Ihr kommt nicht drum rum, oder? Doch, ihr müsst drum rum kommen. Ah, das sind einfach zu viele Fernkämpfer. So. Loki gleich oben auf den Hügel. Ja. So, der geht raus. Die Artillerie tut weh. Ja. Das kann man mal festhalten.
Oh, scheiße. Lauft. Oh, zu viel Fernkampf, ich hätte da nicht reinrennen dürfen. Boah. Ah, ja, jetzt brennt. Oh, ja, genau. Wir hatten da Feuer hingeschmissen. Der Wetzingetorix da, der da oben steht. Der mich gerade nervt. Der kann so weit werfen. Ach, vorhin war auch einer, der hat innerhalb von 20 Sekunden zweimal geschmissen. Mist, ey. Was eigentlich auch nicht gehen sollte. Ist der Bug immer noch da oder was? Also ich habe keine Männer mehr. Ich bin auch so gut wie raus. Der Fernkampf hat mir gerade eben hier einfach komplett das Spiel versaut. Ich hatte gehofft, dass man da irgendwie, aber die standen sehr gut. Und gegen Fernkampf kannst du da halt einfach nichts machen. Fernkämpfer. Mit dem einen Kavalleristen komme ich da auch nicht mehr weit. Wie viel habe ich denn gemacht? Wahrscheinlich nicht viel. Boah, fuck, nur 32 Mann gekillt. Das ist, glaube ich, mein schlechtestes Gefecht heute des ganzen Tages. Aber auch nicht viel. Ah. Oh, ich verabschiede mich auch gleich. Shit. Blub. Ja, einfach viel zu viel und... Ja, die hatten da sehr konzentriert viele Leute. Hat nur noch Gronksturm ein paar. Aber auch nicht mehr so viel. Du musst jetzt die Bogenschützen da wegmachen, sonst ist er verloren. Ja, ich versuche jetzt von hinten. Das ist eine blöde Idee, guck mal, was da kommt. Ja, da gibt's nicht Ärger. Oh ja. Ach so, und das auch. Ah ja, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gerade auch nicht. Renn nicht nach oben, renn nicht nach oben, renn links weg. Links, 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 links. Genau. Da oben sperrst du dich selber nur ein. Du brauchst Bewegungsfreiheit. Werf mal auf sie, jetzt kannst du gerade mal werfen in die Seite. Gerade rennen sie weg. Oh shit. Was auch öfter mal ganz gut funktioniert, ist, wenn so eine halbvolle Einheit Kavallerie einen als Fernkämpfer uncharged, kann man über dieses Feuer konzentrieren nochmal ordentlich Schaden an denen machen. Ja. Ich habe insgesamt gemerkt, dass du gegen Kavallerie, vor allem wenn sie nicht mehr vollzählig ist, nicht so wehrlos bist, wie man manchmal meinen sollte. Nee. Du kannst Kavallerie, wenn die nur noch, wenn die mehr als die Hälfte der Lebenspunkte verloren haben, kannst du sie runterkämpfen. Ja, aber wenn du das Feuerkonzentrieren benutzt, sind die eigentlich sofort weg. Mhm. Guckst dann halt, wo stehen die meisten, dann haust du es da drauf und dann kippen die um. Weil das funktioniert auf egal welche Distanz. Wenn die so nah dran sind, kannst du die ja normal. Fernkämpfer rechts. Ja, okay, jetzt ist vorbei. Hm. Zu viele Bogenschützen. Ja. Da machst du nichts mehr. Das verlieren wir auch. Das müsste ein Wunder sein, das hier nicht zu verlieren. Ich glaube nicht, dass es ein Wunder gibt. Nee, glaube ich auch nicht. Die rennen jetzt alle in die Base und cappen. Einige Speere angeflogen, das war's. Ja, die zerlegen alles hier. Ja. Ja, die hatten halt sehr gut uns weggeblockt und mit ihrem Fernkampf halt einfach alles weggeballert. Die konnten ihren Fernkampf straffrei einsetzen und dagegen kannst du nichts machen. Schade, dann gehen wir doch einfach mal raus, würde ich sagen. Also ich schätze, du willst nochmal Sula? Den haben wir jetzt gerade eben nicht, aber ich kann jemand anders spielen. Ich hätte noch einen. Das stimmt. Nee, Alex, ich habe noch einen Leonidas und ich habe Sula. Einen Vercingetorix auf. Vercingetorix habe ich schon gedoppelt. Ich hätte noch einen Tier 6er, aber das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Arminius? Habt ihr kann Tier 6? Ich kann, aber der Rest wahrscheinlich nicht. Nee. Dann hätte ich noch ein Tier 5er Leonidas. I bow before no man. Okay. Ey, ich sehe gerade, ich muss eh schon. Ich gehe dann, ne? Okidoki, dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. So, was mache ich denn jetzt hier noch? Ich glaube, ich nehme mir die Rationen verdoppeln, oder? Rat des Tales, Grundmoral, Nahkampfabwehr. Nehme mir Nahkampfschaden. Egal! Ach, da kommt Sula gerade sogar schon raus. Gerade als ich eine Einheit umbastel. Okay, dann nochmal Sula. Ja, ich baue jetzt hier zwar gerade irgendwie auch schon mal für nachher zusammen, aber dann machen wir gleich nochmal Sula. Mhm. Warte mal, der war 4, haben wir gesagt, ne? Genau. King Leonidas. General of Rome. Nee, Bodica ist noch nicht so weit mit dem Bogenschützen. Nee. So. Ja, irgendwer sollte dann Fernkampf nehmen, das mach dann mal ich. Jo. Ich nehme wieder die Kavallerie. Der hat voll den übertrieben krassen Gladius, der Sula. Oder? Nee. Ich nehme Melchiades. Ich habe meine Einheiten gerade eben in Anführungszeichen individualisiert durch diese Dinger da, die beim Ultimate Bundle dabei waren. Helme und Schilde, Prätorianerschild und Legatenhelm. Erkenne ich wenigstens meine Leute auf dem Schlachtfeld. Also wenn es dir nicht an der komischen anderen Farbe auffällt. Naja, jetzt haben sie lila Schilde. Ja, aber mal im Ernst, wenn man das nicht durch so ein Bundle bekommt, ist das eigentlich schon verschwendetes Gold. Natürlich. Würde ich jetzt auch nicht machen. Vor allem, weil es halt auf jede Einheit ist, ne? Also, es ist zwar nicht viel Gold, aber es ist halt trotzdem so, ja. Wobei, es gibt Leute, die stehen da total drauf. Also, wenn man bedenkt, was bei World of Warcraft die Leute für so Individualisierungen an Geld raushauen, das ist der Knaller. Ja, bei mir ist alles fit heute, MTDA. Ich hoffe, bei dir auch. Also, es ist definitiv extrem krass, was die Leute da alles rausballern. Aber es müssen halt wirklich Individualisierungen sein. Also du musst eine große Vielzahl anbieten, dass die Leute sich auch wirklich individuell fühlen können, ne? Ansonsten bringt das nichts. Ja. Genau, Hans-Heinrich, die haben jetzt alle diese Masken auf. Was denn für Masken? Ja, wie der Arminius auch so eine Maske hat. Das haben halt alle meine Soldaten so einen Legatenhelm auf. So, wo wollen wir hingehen? Mitte oder woanders? Also ich würde ja normalerweise Mitte Richtung da, wo der die Klippe ist. So? Aber, ja genau. Ich mag die Karte nicht. Mit Kavallerie mag ich sie, aber ansonsten eigentlich auch nicht so wirklich. Ich mag diese ganzen engen Karten nicht, das ist mir viel zu wenig Platz da. Scheiße, aber die Masken, der Anführer ist lila gekleidet. Genau, der ist nämlich schon von Anfang an episch. Claim the enemy base! I'll kill them all! Quickly! Da sind keine besonders krassen Fernkämpfer bei. Ja, trotzdem. Bitte platt machen. Ja, schieß mal gleich drauf, wenn du kannst, ne? Na, andere Fernkämpfer. Ah, weil natürlich unser Kavallerist bleibt hier stehen und pennt erstmal eine Stunde oder so. Scheibenkleister. Im Zweifel, Luki, da drüben sind noch Bogenschützen. Und Hunde. Obwohl, die laufen jetzt auch weg. Hunde. Ja, da bin ich gerade dabei. Die Abwehr. Ui. Der pennt auch. Unglaublich, ey. Kannst du bei Rubicon nicht pennen, ey. Wir können da nicht stehen bleiben, ne? Da hat's Dingens. Ja, ich zieh mich gerade schon rennenderweise zurück. Boah! Ja, klar. Und das ist genau das, was ich meine. Verarscht mich doch.
Ja klar, sie haben 100.000 Reichweite mehr wie ich. Sicher, sicher. Ich zieh mich mal zurück, ey. Also die haben mindestens 40 mehr Reichweite wie ich. Das heißt, sie müssen die Leichtflügelpfeile haben. Damit dürften sie keinen Schaden machen. Interessant, wie sie mich zusammengeschossen haben. Naja, also die reduzieren eigentlich nur den rüstungsdurchdringenden Schaden. Deshalb gegen Bogenschützen sind die eigentlich super. Genau, also gegen andere Fernkämpfer sind die super. Mich hat's gewundert, dass sie bei mir gerade eben so viel Schaden gemacht haben, aber wahrscheinlich haben sie da nicht mehr die, sondern was anderes benutzt. Das wäre aber auch zu doof mit den ganzen Fernkämpfern da. Ja, lass die halt kommen, ne? Beziehungsweise lass uns eine andere Stelle suchen, wo wir kämpfen können. Kannst halt mit diesen Fernkämpfern da halt super die Position kontrollieren. Also in der Mitte. Hm. Ich kann halt keine Schildkröte einnehmen, ne? Ich bin halt leider kein Germanicus. Boah, ich habe gesehen, wenn man den Germanicus bis Stufe 10 da mit der Schildkröte komplett ausskillt, ist die richtig gut. Ja, ja, dann ist die auch richtig schnell. Also ich bin ja jetzt schon auf Tier 6 schon sehr schnell mit der Schildkröte. Ja, und du kriegst nochmal Ansturmabwehr plus. Ja, ja, die ist richtig gut, dann, das ist richtig. Ich gehe einfach jetzt mal ganz, ganz aggressiv in deren Cap. Was haltet ihr davon? Komm ich mit. So, ich schleiche hinterher. Einfach mal hier mal so einen Ninja-Move machen. Mit 300 Mann. 600. Ja. Macht daraus 800 mit den Leuten, die da drüben noch Loki hat. Ja. Oh, da sind noch ein paar Hastati. Das ist absolut kein Problem. Jetzt kämen sie bei uns. Da sind Hunde. Ja, scheiße. Drauf. Also ich muss zurück. Ja, tu das, tu das. Dann gehe ich mal auf die Hunde. Jo. Ist es jetzt der Ernst von der Artillerie? Träumt ihr oder was macht ihr da? Ah, ich glaube, die kann auch immer nur eingeschützt schießen. Ja, ich weiß, rat mal, wer darüber rennt. Ah, scheiße. Kannst mal sehen, noch, kannst du noch die campen? Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Das ist ein schlechter Witz. Ach, scheiße. Ja, komm nicht ran. Boah, ey, waren wir echt die einzigen, die die versucht haben, die am Anfang in der Mitte waren und keiner hat sich um den restlichen in die Mitte gekümmert? Oh, nö, vor allem die Artillerie hat einfach gepennt hinten. Ey, es waren insgesamt mehrere Leute gerade eben auf der Map gepennt. Auf beiden Seiten. Und ich habe eine richtig schöne Nuller-Runde hingelegt. Weil unsere Artillerie hätte einfach irgendwo in unseren Cap schießen müssen. Irgendwas hätte sie erwischt. Ich hasse es, wenn Leute nicht aufpassen. Jo. Na kommt, klickt rein. Nochmal eine Felder? Nochmal. Warte mal, dann gehe ich jetzt aber auch mal auf. Wo sind die drei flüglichen Pfeile? Hi, hallo, Hallöchen, Arzent, grüß dich. Dann probiere ich die jetzt mal aus. Wenn die so toll sein sollen. Ich bezweifle das nämlich irgendwie. Er musste halt dann gezielt auf Bogenschützen nutzen. Ich glaube sogar gegen Speerwerfer bringen die nichts. Im Grunde gegen alles, was im Grunde keine Rüstung hat. Gegen Artillerie sollte es auch ganz gut gehen. Jo. Und gegen Barbaren. So, Sola, mein Freund. Jetzt gewinne endlich mal, ey. Den ganzen Abend eigentlich und den ganzen Tag eigentlich immer sehr, sehr erfolgreiche Runden gehabt und jetzt spiele ich Sola und schon kackt alles zusammen, ey. Ja, ich glaube, der Sola, der könnte auch einer von denen sein, die mit am schwersten zu spielen sind. Ja, glaube ich auch. Also, das ist halt auch eher so ein Teamspieler. Sonst, ich sag mal so, es ist so ein Leonidas, nur ohne Offensivfähigkeiten. Ja. Und der Charge, der fehlt.
Das ist halt wirklich etwas, was wirklich übel ist. Das mag ich auch überhaupt nicht, wenn den, wenn die sowas nicht haben. Okay. Du gehst da oben lang? Ja. Okay, ich komme dann so halbwegs durch den Wald in die Richtung. Was cool wäre, wenn man sich noch ein bisschen freier aufstellen könnte, ne? Dass es nicht so klassische Slots gäbe, sondern eher so Bereiche, wo man sich so hinstellen kann. So, ab in den Wald. Hallo Thor, guten Abend, grüß dich. Na, wie geht's? Da pennt schon wieder einer. Komm, um die Uhrzeit pennen alle. Ich hatte heute Abend wieder einen Joghurt. Was? Zum Abendessen. Ja, auf die Frage im Chat. Moruch, der ist aber nicht von uns. Scheiße. Nee, nee, das ist... Zieh dich zurück, hinter Hexus. Ganz schnell. Dann ganz schnell. Komplett fuck. Mhm. Ja, bei sowas musst du sofort abhauen. Du darfst keinen Schuss abgeben. Kavallerie ist zu schnell. Ah, komm. Holt's euch. Ja, jetzt habe ich aber doch noch ein bisschen Schaden gemacht. Ja. 50 Lashes! Ich gehe weiter durch den Wald. So, ach, scheiße. Hat er noch okay. Fernkämpfer? Ja. Ja, und ich sehe nichts. Aber die sehen ja, nichts. Ja, ich mach auf. Ich gehe jetzt da auch hoch. Ich versuche die auch jetzt anzugreifen. Und ja. Die Artillerie, na klar. Gibt's hier irgendjemanden, der mich nicht nerven will? Oh, da sind sie. Oh, Phalanx-Pikeniere! Wollt ihr mich verarschen? Oh, hey. Was ist denn da alles? Oh Gott, ich habe hier ernsthaft Pikeniere jetzt. Im Wald. Oh, lauft! Lauft schneller! Jetzt bekomme ich auch noch Beschuss von der vom Katapult. Ja gut, ich ziehe mich erstmal wieder komplett zurück, ne? So, also hier die Fernkämpfer verabschieden sich gerade vom Gegner. Weil alleine bekämpfe ich die nicht. Ah, scheiße. Also, Kavallerie, ey. Ja, jetzt lass mich doch hier bitte nicht allein. Kannst du dich mal hinstellen, dass was gespottet wird, Loki? Damit ich mal weiß, was da auf mich so lauert. Focus your fire! Komm, raus. Mann, nutz deine Hunde, Junge! Nutz deine Hunde! Deine Hunde! Boah, na endlich! Hat er's gerafft! Kann mir jemand verraten, warum meine Einheiten so langsam sind? Ja, meine schleichen auch bloß und schießen tun sie nur, wenn sie wollen. Die Slinger hier zerfetzen mich. Ich versuche ja gerade auf sie ranzukommen. Aber warum schleichen die denn hier so rum? Kann doch nicht sein. So verbuggt hier. Ja, die habe ich. Das einzige Problem sind die Slinger. Ah, okay, das ist ein Verbündeter, sehr gut. Warum haben wir eigentlich keine Artillerie? Mhm. Das ist gut. Das ist alles verloren. Hunde müssen halt weiter gegen die kämpfen, ey. Das sind die besten. Das Einzige, was man hier wirklich gerade machen kann, sind die Hunde da einsetzen. Gegen den Verein hier. Ja, ich geh nochmal spotten. Ja, da kann ich auch nicht viel helfen.
echt jetzt? Nimm dir die Zeit, lauf komplett rum und geh so von ganz hinten, also von hinten an, dann machst du da mehr. Ja, die routen gleich, die routen sehr gut. Ja, da kommt, ja genau. Kavallerie von hinten. Sehr gut, die sind gleich weg. Ja, ich auch. Basti, kannst du da auf die... Nee, warte mal. Auf die Piken? Irgendwie. Oder? Nee, warte mal, ich muss jetzt irgendwie an die rankommen. Ich guck grad, dass ich die Kavallerie vom Loki da wegbekomme. The enemy base will soon be mine. Schuss einstellen. Jawohl, die sind am Fliehen. Kavallerie habe ich auch verscheucht. Perfekt. Gut, das war immerhin knapp, aber es ging. Dann können wir mal endlich mal aus dem Wald rausgehen. Was stimmt denn mit denen hier nicht? Ich habe hier einen Bug. Ich kann mit dieser Einheit keine Befestigung mehr einsetzen, so wie es aussieht. Ausgegraut. Mit den anderen kann ich es noch machen. Auch bestimmt irgendwelche Sachen. Ach so, deswegen. Ach komm, geh weg. Schießen mich hier schon mit den Bogenschützen. Und die bewegen sich wieder nicht. So, schön flankieren. Sterbt. Na also. Ach, die haben sie gesammelt. Scheiß. Oh! Junge, hör auf mich zu schießen, ey. So. Alles gut. 50 Lashes. Päpelhü heißt der Typ. So, hab ihn. Hey, warum schleichen meine Einheiten so? Was ist denn los? Den Päpelhü habe ich heute schon mal gesehen. So, wieder erreicht. Er weiß nicht, irgendwas ist hier verbuggt. Meine Schleichen auch ziemlich rum. Ja, stellenweise. Oh, fuck. Nee, also wenn mich römische Infanterie als Kynane einholt, beim normalen Laufen, dann weiß ich nicht, was los ist. Ich komme nicht weg. So, und zack. So, die habe ich erledigt. Hoffentlich doch mal. Ja, pass auf, Loki. Verlangs an. Pass aus. Ich versuche es dir abzufangen. Eieiei, da schießt du noch einiges auf uns. So, wie gesagt, ich versuche es noch dir abzufangen. Sterbt. So, was hat denn da gerade auf mich geschossen? Ah, sehr gut. Die Kavallerie ist gleich weg. Das Problem ist, das gesamte Gefecht ist noch komplett offen. Ah, Scheiße. Das hat er sehr gut gemacht, der Morchus. So, ich versuche jetzt mal hier, die hier noch zu verteidigen, die letzten Bogenschützen.
Halt. Sie laufen hier und nicht stehen bleiben. Lass mich raten, in der gegnerischen Base ist noch eine ganze Horde. Ja. Ja. Ziemliche Horde. Da steht noch so ziemlich alles. Von hinten kommt gleich noch was auf euch zu, ne? Ein paar Kavalleristen. Ich habe ja zum Glück noch einiges an Kämpfern. Von dem Hügel aus. Okay, das. Dann stelle ich mich hin. Ah, der Papelhü schon wieder. Ah, gehen wir doch mit allen dahin. Der hat einen Fehler gemacht. Hallo, Pablo. Achtung, Luki, hinter dir. Mhm. The enemy base will soon be mine. Swordsman! Ah, wie die sich aufstellen, sind jetzt doof. Oh, seid vorsichtig mit dem Schießen, ne? Ja. Steady man, up. Swordsman, commander, whip them. 50 lashes. Tja, jetzt kommt der Materialkampf, ne? Oh, der Lukas, sehr gut, der kommt von hinten. Na, ich bin so gut wie raus. We are taking allied fire. Ich bin auch so gut wie raus. Ich habe halt einfach nicht die Offensivpower und die haben halt Vergeltung an. Weißt du, da machst du nicht viel. Ah, sehr gut. Das Routen der Kameraden hilft. Nein, scheiße. The men will pay for this desertion. Enter formation. Beat them in. Obeying orders. Form up. At the ready. Kill. Da kommt noch Kavallerie dazu, so ein Scheiß. 50 lashes. Without delay. Steady men. Form up. So, meine Leute befinden sich jetzt alle mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Mist. Und ich kann wieder nicht schießen. Ja. Wenn die Kavallerie da jetzt mal ordentlich reinrennt, dann tut es dem weh. Ja. Ich stell mich müssen wir nur noch jetzt über die Zeit gewinnen, ne? Also wir gewinnen jetzt auch über die Zeit. Okay, eine meiner Einheiten ist tot. Ich habe jetzt nur noch. Ich glaube, ich habe nur noch zwei Männer oder so. Das ist verdammt knapp. Ja, aber das gewinnen wir trotzdem. Ich denke es aber auch. So. Jetzt wird es immer unknapper. Ich habe sogar noch vier oder fünf Männer, seh ich gerade eben. Oh fuck. So, zwei, drei Pferde vom Gegner hinter euch. Achtung, Loki. Ja, yeah, der war wichtig, der Ansturm hier. Boah, was für ein Gemetzle, ne? Ja, zum Glück hat der Kavallerie jetzt Spieler einen Fehler gemacht, der wollte mir hinterher. Wow, 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 wow. Sehr schön. Das war jetzt am Ende aber auch noch Lack, ne? Also zum Glück haben die Gegner ein paar kleine Fehler am Schluss gemacht. Ja, das stimmt. Aber kleine Fehler machen das halt meistens dann am Ende aus. Mhm.
So. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht ich jetzt war. Ich bin mal echt gespannt. 2400 EP in einer Schlacht. Ui. Okay, ich hab 2200. Ich hab nur 1000. Obwohl ich 236 Kills gemacht habe. Also ihr meint freie EP, oder? Nee, normale. Ach so. Ich habe 1042 freie EP und so auch ordentlich. Aber es war halt auch mal 3, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, okay, ich hab kein mal 3 mehr. Sulla. So, Sulla ist durch. Jetzt hätte ich nur noch Leonidas oder. Ah nee, warte mal. Ich kann Boudica freispielen. Boudica! Warrior Queen! Ja. Wollen wir? Also Tier 1? Ja. Ja, von mir aus. Dann nehme ich meinen Germanicus mit 1er Römern. Boudica spielt man, glaube ich, wirklich am besten eher mit Nahkampfinfanterie, ne? Mit Hunden? Ja, ich meine halt am Anfang. Ja, Nahkampfinfanterie. Nahkampfinfanterie kriegst du eine Geschwindigkeit, Geschossabwehr, Ansturmbonus. Ja, man merkt, sie ist halt die Hundeführerin, ja. Obwohl der zweite Skill für Dings auch ziemlich gut ist. Für Bogenschützen, ja. Ja, der gibt plus 10% Reichweite. Und 20% Sicht. Vor allem, das ist ziemlich krass, wenn du stationär bleiben kannst, bei der 10% mehr Reichweite. Und das ist halt wirklich ein Wechselstatus, ne? Also es ist nicht so, dass du das Ding anmachen musst, hast einen kurzen Buff oder so. Und du kannst dich trotzdem noch bewegen. Ja, das ist ziemlich geil. Okay, dann machen wir mal. Und es hört auf, wenn einer zu nah kommt, aber dann ist ja eh egal, weil du trotzdem noch auf ihn schießen kannst. Mhm. So, Mörb, und dreimal darfst du raten, was ich genommen habe. Müsstest du von heute Mittag wissen. Von heute Mittag? Ah, Cäsar, okay. Ich renne dir wieder hinterher und buff. Okay, cool. Ich habe mal Germanicus genommen, um mir einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Du meinst, weil der schon seine 5 Ulti hat, oder wie? Genau. Das sollten die echt noch einschränken, ey. So, dass du ab Tier 4 eigentlich nicht mehr Tier 1 spielen kannst, weil das ist schon ziemlich heftig. Ja, ist es, aber sonst kannst du mit den Kommandanten, wenn die irgendwann mal ein bisschen höher sind, keine neuen Tech-Bäume mehr hochziehen. Ja, oder sie machen es anders. Wenn du Tier 1 spielst, kannst du einfach die 5er und die 3er Ulti nicht machen. Also das wäre eine Idee, ja. Das ist ja auch irgendwie doof. Ja, aber wer in anderen Spielen ist es auch so ein bisschen halt Noob Protection, ne? Das verhindert das Robbenkloppen. Richtig. Nee, stell dir vor, du spielst die ganze Zeit im Ultimate Commander, also der schon alle 3 Fähigkeiten hat, spielst du nur Tier 1 und 2. Das ist Robbenkloppen. Mhm. Ja, aber das macht Spaß. Ja, dir, aber für die Firma, also um Neulinge anzuwerben, ist es scheiße, weil die kommen halt dann rein und stellen fest quasi, ich werde ja immer nur zulegt, ich spiele was anderes. Das ist die Reaktion des Neulings. Ja, das stimmt, aber als Neuling müsste man eigentlich wissen, dass man am Anfang meistens nur verprügelt wird. Das ist richtig, aber es ist natürlich trotzdem nicht schön, wenn man erfährt quasi, dass man da die ganze Zeit als Robbe gekloppt wird, ne? Also schön also ist nicht. Nee, schön ist es nicht, aber wenn ich mit so einem Spiel anfange, dann ist mir klar, dass die ersten 50 Gefechte wahrscheinlich grässlich werden. Ja. Weil, bis man mal verstanden hat, wie das funktioniert. Ich muss mir sowieso gleich mal nochmal Boudicas Fähigkeit genau angucken. Das ist ja kein Charge, das ist ja einfach nur ein Geschwindigkeitsbuff, ne? Doch, das ist ein Charge. Ja, Tor, das ist natürlich richtig. Ist wie, hallo Königsmörder, grüß dich. Ist wie mit Lehrlingen, immer drauf. Ja, wie war das? Lehrlinge und Pfeilenfett holen gehen, ne? Also ich glaube, ganz ehrlich, richtig übel wird's erst, wenn du den Commander auch mit den ganzen kleinen Skills da komplett ausgebaut hast. Ich gebe jetzt auf den Wald komplett außenrum. Ja, ist okay. Warte mal, aber ich zeichne es mal für die Leute ein. Ich einmal hier mit außenrum. Nicht, dass sie sich beschweren.
Claim the enemy base or kill them all. So, warte mal. Also, was ist das jetzt hier nochmal? Geschwindigkeit, Geschossabwehr, Ansturmbonus. Shatter them! Ja, ist doch so eine Art Ansturm. Es ist wirklich ein Ansturm. Sag dich doch, ist ein Ansturm. Sei es drum. Jetzt kommen, jetzt kommen sie alle mit, ich glaube, ich brech. Ja. Tja, du hast offensichtlich großen Einfluss auf die geistig Schwachen. Ich hoffe bloß, die unteren Bogenschützen, ja, die bleiben unten. Halleluja. Kavallerie. Mama, du rennst komplett außenrum. Ja, gut. Jo. Ich nicht. Dafür bin ich zu langsam. Ich geh so halb durch die Mitte. Oh, oh. Ich dreh doch wieder rum. Nö, halt. Genau, halt. Dann folge ich Hicks. Jo. Was kommt denn da oben, was so schlimm ist? Reiter waren da, glaube ich. Ja, die sind aber wieder... Doch, jetzt kommen sie wieder. Die kommen gleich von unten hoch. Der prügelt sich aber erstmal mit unserer Kavallerie. Thor hatte mal 700 Kills, weil alle in seinen Leonidas reingerannt sind. Ja, das hatte ich auch mal. Einmal und nie wieder. Ich hatte, mein Rekord ist ja im Stream gewesen, 681, ne? Aha. Guck mal, wer da nicht alles rumrennt. Und noch mehr Kabel. Ne, mach mal hier Bremsung, Hux. Da kommen nicht nur von unten auch noch mal welche. Ich glaube, die kommen gleich nicht mehr. Feiglinge! So, Nahkampf-Buff. Dankeschön. Zack. Jetzt tötet's endlich. Ich muss mir bloß überlegen, was ich hier mache. Wenn der jetzt da mal aufhören würde, auf mich zu schießen, wäre das wunderbar. Ja. Weil die Kavallerie kann ich ganz alleine zacken. Da kann ich gar nicht runter, das ist ja doof. Merp, da kommt irgendwas von hinten, ne? Ich hab's gemerkt, ich dreh mich um. Ich komm. Die ja, rennen da voll gegen die Wände. Keine Panik. Also, beim Speerwerfern haben sie endlich doch jetzt was gemacht. Die sterben ja, ja, nicht mehr sofort im Nahkampf. Ja, ja, die sind besser. Die haben da echt was gemacht, das ist richtig. Das ist auch nur Tier 1 Kavallerie. Ja, aber trotzdem, ne, ich bin ja auch bloß Tier 1 Speerwerfer. Da kommt noch mehr Kavallerie. Ja, ich sehe es gerade. Da ist die falsch zurückgezogen, der Typ. Ich geh drauf. Ja, ich will die eigentlich gerade so schön begrüßen mal. Wollen wir da als Bogenschützen? Die wären eigentlich viel interessanter, wenn ich rankomme. Also weg. So, die sind weg, okay. Dann wird zurückgehen. Ich komm da hoch und hol mir die Nahkämpfer. Ja, die nehmen jetzt in die Zange. Ich komme jetzt nämlich von oben, ne? Vor allem die Bogenschützen müssen da weg. Ja, ich versuche dran zu arbeiten. Ja, die Bogenschützen habe ich gleich platt. Ich charge jetzt an. Okay, brech ab. Ich hole mir Desert All. Ja, dann kann ich wieder auch mal... Ja, lass den fliehen, lass den fliehen. Sehr gut, die Bogenschützen machen nichts mehr. Was aufpassen, dass ich nicht dich erwisch. Hey, irgendjemand schießt da doch schon wieder auf mich. Ja, das könnte ich auch sagen, wer, aber. Ich versuche jetzt hier mal außenrum zu gehen. Ich breche nicht schon wieder ab. Also ich gehe jetzt auch mit dem Nahkampf. Nein. Das ist anscheinend auch irgendwie ein Bug, wenn man im Nahkampf mit jemandem ist und dann hinter denen läuft und dann kann man den Ansturm aktivieren, dann stürmt man die so dermaßen nieder. Ja, das ist mir heute Mittag passiert, Loki. Das ist das, was ich dir ja gesagt habe. Was die. Nee, ich bin da mit der Kavallerie, habe ich komplett eine dreiviertelsvolle Einheit Gegner-Kavallerie habe ich in 1 bis 2 Sekunden niedergemacht.
Einfach weil ich da durchgestürmt bin. Wisst ihr eigentlich was? Ich geh mit rein. Aber mal Nahkampf machen, ne? Wenn ohnehin schon hier die Party läuft. Nein, ja, vor allem wenn ich jetzt, Achtung, drin stehe, jetzt habe ich euch alle. Flup, bitteschön. Das war schlecht für ihn. Aber wir müssen zurück, sonst ist unsere Base im Arsch. Okay. Jo. Da kämen nicht viele, aber wir müssen es unterbinden. Ideal wäre, wenn die Kavallerie zurückgeht. Ah ne, warte mal, es gehen genügend zurück. Kavallerie geht zurück, wir müssen es nicht machen. Okay. Vor. Vorwärts, ja. Jetzt hätte ich beinahe so einen blöden Spruch gebracht. Vorwärts immer, ne? Ich hab's aber gerade noch gemerkt. Ach nee. Da stehen noch Bogenschützen rum. Müssen die weg? Das sind nur Kavalleristen, so ein kleiner elendiger Haufen, der da noch ist. Das sind hauptsächlich noch Fernkämpfer und noch eine Hopliden-Einheit. Auf Stufe 2 Hopliden. Ja, aber die sind auch schnell weg, wenn du die flankierst. Wenn man sie flankieren kann. Man muss sie nur flankieren. Wenn er da so dämlich ins offene Feld rennt. Seine Schuld. So ein riesiger Herdtross, ne? Fast wie eine Völkerwanderung, was wir da abziehen. Mhm. Ja, aber das Match sieht deutlich gewonnen aus. Ja, klar. Es geht nur noch darum, jetzt noch so viel wie möglich für sich da rauszuziehen, ne? Ja, die Gegner müssen noch fast 80 Sekunden durchhalten. Ja, ach komm ey, jetzt bleiben sie einfach stehen. Ja, ja, das ist, wenn du Leute Ziel verloren analysierst und dann... Ja, ja. Also, Merb, ich lass dir mal die Bogenschützen, das hat eh keinen Sinn. Nee, nee, die Bogenschützen kannst du haben. Nee, ich komm dir nicht hinterher, ich geh jetzt auf die Speerträger los. Die geh ich jetzt auch los. Nein, 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 lass das bloß bitte. Die haben Phalanx an. Ja, ich bin extra an die Seite gelaufen. Jo, geh auf die andere Seite mit deinem Speerwerfen, da kannst du da reinwerfen. Ich versuch's gerade. Geh auf die andere Seite, dann nehmen wir den, dann routen die schnell, das geht schneller, als die da jetzt mit Spießen niederzuwerfen. Ja. Jo. Ich gehe auch in den Nahkampf gleich. Komm, schön rein da. Jetzt, genau. Und. Lupp, gebrochen. Jeder holt sich ein Stück von denen, ne? Jeder darf mal. Weg. Jeder darf mal zuschlagen. So, sehr gut. Da drüben hat's noch mehr. Oh, da sind noch. Ja, Captain müssen wir ja nicht. Kann man noch ein bisschen was kaputt hauen. Die sind ja alle freiwillig jetzt schon hier, ne? Ja, die kommen schon alle brav zurück. Ja. Ich schnapp mir da diese Milites. Ich geh da hin. So, Nahkampf-Buff. Viel Spaß. Dankeschön. Oh, wundervoll. Nee, es ist ja bei dem Germanicus nicht nur so, dass der alle drei Fähigkeiten hat. Und ich habe ja auch mit den kleinen Skills da noch ordentlich aufgemöbelt. Mhm. Ah, warum schießt ihr? Ja, automatisch. Weiß ja, wie es ist. Ball bescheuert. Ja, manchmal ist es praktisch, aber in den meisten Fällen ist es doof. Ja, das könnten sie einstellbar machen. Also wir Juggernauten da halt echt durch, ne? Also das ist der Blob des Todes, was wir hier gerade eben machen. Ja, aber cappen können wir nicht mit dem Bogenschützen da oben. Nee, aber ihr könnt sie totschießen, wir haben mehr Bogenschützen. Und Speerwerfer. Warte, machen wir den Buff auch noch an, wenn wir es treffen, vielleicht mal die Bogenschützen von uns auch mal was. Wäre ja mal was ganz Neues. Oh, da sind richtig viele Bogenschützen. Da oben, guck mal. Yep. Also macht die mal platt, ich überlasse die paar rumstehenden euch.
gehe auf die andere Seite und cap einfach jetzt. Ja, die stehen da oben schon cool rum. Muss man ihnen schon lassen, ne? Ja, also das ist wortwörtlich nett vom Gegner. Aber jetzt wird gecapped. Ich laufe jetzt nicht mehr den letzten 43 hinterher. Wow, ah, da sind noch mehr von denen. Warum habe ich sie nicht gesehen? Ich stand doch direkt davor. Ja, du kannst aus irgendeinem Grund nicht nach oben gucken. Hallo Michael. Bestimmt an den Schirmmützen, die dir aufhaben. Ja, aber wie habe ich dann die anderen nebendran gesehen? Ich glaube, die hat jemand anders gesehen. Manchmal verblüfft mich das Spiel dann doch noch. Die Line of Sight ist teilweise schon wirklich sehr schräg. Die können da oben wirklich am Rand stehen und du siehst sie manchmal nicht. Weißt du, es ist... Ja. Ich habe Instant Level 2 bekommen. Ist schon geil. Ja. Ja, war aber auch eine gute Runde. Wir haben das uns aber auch echt gut geteilt. Guck mal, wo wir da überall stehen. Ne? So, überall so knapp über 200 kann man machen. Ne? Jo. Oh, vernünftiges Ergebnis. Swordswende! Ja. So, Instant Level 2 bekommen. Halt. Das wollte ich nicht. Also, ah doch, 64% Sieg. Also dann haben ich 64% am Sieg mitgeholfen. Ja, natürlich. Nee. 64% von deinen EP kommen durch den Sieg. Genau, so muss man das rechnen. Das ist ein bisschen komisch gerechnet. Aber ich finde das völlig bescheuert, dass da der Bonus ja offensichtlich auch mit eingerechnet wird. Ja, deswegen raff ich es nämlich nicht. Okay, dann bist du jetzt Stufe 2. Genau. Machen wir gerade Spiel weiter. Gut. Also was spielen wir? Stufe 2? Ich dachte, du wolltest... Nee, halt, ist ja egal. Ich könnte jetzt auch noch Leonidas Tier 5 machen. Also ich hole auch gerne da noch den Tagessieg. Ja, dann gucken wir Tier 5. Stufe 5. Chosen of Andraste. Weil da gibt's dann unter Umständen richtig viel Punkte, ne? Pikes ready! Den spiele ich übrigens mit thebischen Pikenieren. Ja... Ich finde den auch ehrlich gesagt mit Pikenieren besser als mit Hopliten. Richtig, sehe ich genauso. Was schade ist, weil eigentlich macht es ja keinen Sinn historisch, aber... Ja, schon. Es funktioniert halt, wie es funktioniert, ne? 5 hatten wir gesagt, okay. Was ich aber auch gesehen habe, ist, dass Leute da Hopliten und Pikeniere gemischt gemacht haben. Ja, die wollen halt dann nochmal diesen 30% Erfahrungsbuff haben. Wie war der Rekord? Warte mal. Römisch mit einer Artillerie, Speerwerfern und einmal Infanterie. Ja, da kannst du es ausmaxen. Ich glaube, dann kriegst du 60% oben drauf, aber das ist dann auch so schwer zu spielen. Ja, kannst du zum Beispiel, ich weiß nicht, wer war dabei, Baha oder Thor fragen? Ich habe dann am Schluss einen Schreikrampf gekriegt, der soll mal bitte die anderen zwei Heiden auch bewegen und nicht bloß mit der Artillerie rumschießen. Ja. Ich gehe durch die Stadt, ne? Ja. Jetzt, wo ich gerade die Kavallerie raus... Oh, das Krummel. Okay. Ich gehe so neben der Stadt lang. Auf die 4. Nacht, Micha. Ja, eigentlich müsste ich ja weiter hoch. Egal. Drauf an, wie viele Bogenschützen jetzt auf der Gegnerseite sind. Wenn es wenige sind, kann ich jetzt durch die Stadt pflügen. Wenn es viele sind, bin ich tot. Ja, was da aber mitunter sehr hilfreich sein kann, ist, wenn man selber noch eine Einheit Bogenschützen dabei hat. Ja, aber ich habe gemerkt, das ist, funktioniert mit Kynane besser als mit Leonidas. Ja. Ja, das stimmt. Obwohl man immer gucken muss, von was man mehr dabei hat. Und ich finde, es ist auch relevant, welche Einheit man dann dem Befehlshaber gibt. Richtig. Weil wenn man jetzt Kynane spielt und den und die in eine Hopliteneinheit reinpackt, ist das ziemlich dämlich, weil da ist er tendenziell als erstes tot, wenn du die an die Front schickst. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also meistens lebt da Kynane bei mir sehr lange. Okay. Bei Bogenschützen ist es meistens ganz schnell vorbei. Meiner Erfahrung nach. Ja, vielleicht spiele ich das auch ein bisschen anders.
Oh fuck, das sind Hunde! Fuck, 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 Rückzug. Ah. Ideal gemacht, gerade. Pila geworfen. Ja, die Hunde kommen schon auf mich zu. Super. Direkt in die Schildkröte rein. So, der rennt weg. Das war auch gut. Ich habe den mit Pila beworfen, dann direkt danach die Schildkröte angemacht, deshalb ist er mit seinen Spießen komplett abgeprallt. Ich muss jetzt halt eine meiner Einheiten komplett opfern. Warum werft ihr nicht? Okay, dann machen wir es eben. Hey, das ist so unglaublich, wie ich in letzter Zeit ständig einfach nur Stress mit diesen scheiß Hunden bekomme. Drauf. Oh, come on, ey. So scheiße. Ja, und jetzt ziehen sie sich alle noch zurück. Perfekt. Lasst ihr mich jetzt wirklich hier allein stehen, oder was? Ach, ich hab die Schilde angemacht. Warum hab ich die Schilde angemacht? So doof. Jetzt mach ich gleich mal Schildschlag und dann mache ich das Dingens an. Kann sein, dass die Pikinäre ein bisschen mehr Platz brauchen, um die Phalanx anzumachen. Kann ich gerade schwer beurteilen, aber jetzt geht's halt hier richtig scheiße los hier. Weil wenn ich Miltiades spiele, funktioniert die Phalanx meistens direkt nach dem Charge noch. Da kann man dann reinchargen und die Phalanx anmachen. Super, wenn man so allein gegen 6 oder 7 Gegnerregimenter ist. Da kann man richtig raushauen. Diese Dreckshunde, ey, weißt du? Ich hab heute wirklich viel auf Salernum gespielt und ich habe nie einen Hundeführer hier gesehen. Nie. Oh, scheiße. Artillerie. Sturm. Ah! So, und jetzt krieg ich gleich einen Schreikrampf. Was machst du Depp da oben eigentlich? They might not be Spartans, but we should not kill our own allies. Jetzt bewegt er sich, nachdem ich dann tot bin, ey, ohne Scherz. Oh, jetzt bin ich mal diese scheiß Hunde tot. Sieht es mal jemand, jetzt erst lässt er die Hunde von der Leine. Bei Minute 11:11. Das ist dein erster Angriff. Die Hunde nicht im Griff. Das ist doch nicht mehr normal. Ey, jetzt mal ohne Scherz, wie wird man Stufe 5 mit so viel Dummheit im Schädel? Oh fuck. Die kommen jetzt hier natürlich einfach vorbei. Ja, aber das ist schon locker gewonnen. Oh, es hat mein. Das Katapult. Unser Katapult hat mir gerade eben einen Volltreffer verpasst. Mhm. Geil, ne? Also, das ist ja mal. Mieses Gefecht gerade eben. Unfassbar. Ich habe schon richtig was an Tier 4 Infanterie abgeschlachtet. Also ich werde hier. Jetzt sind nur 20 verloren. Also ich werde hier abgeschlachtet. Jaja, ich werde hier auch abgeschlachtet. Ich meine, wir gewinnen das, aber ich weiß nicht warum, weil ich habe daran keinen Anteil. Also wir haben hier drüben alles abgeschlachtet. In der Stadt ist der Kampf halt eine einzige Katastrophe. Ach, komm, rennt. Bewegt euch doch mal. Ja, das hat wehgetan. Was? Jetzt cappt jemand bei uns. Scheiße. Oh, kann nicht mal irgendjemand die aufhalten, ey. Ich komm denen nicht hinterher. Das ist voll nervig.
Wenn ich hier fertig bin, gehe ich zu unseren Captain, sind wir da wesentlich schneller. Obwohl, das gewinnen wir erst so. Oh, ich gehe trotzdem mal zurück. Wobei ich mir das sparen kann. Da ist unsere Kavallerie schneller. Also man muss schon sagen, es ist irgendwie schon sehr unbefriedigend, Leonidas zu spielen, wenn halt der Gegner einfach nicht reinrennt in dich, ne? So nach dem Motto, hups, Hobliden lieber nicht. Ja. Ja, also ich glaube auch wirklich, dass die sicherlich ihren Wert haben werden im Clan War oder sonst irgendwie, wenn es um strategische Positionen geht, aber im normalen öffentlichen Gefecht spielen Hopliten einfach keine große Rolle. Mit Miltiades schon. Ja, mit Miltiades, aber das sind ja keine normalen Hopliten. Ja, doch schon. Eigentlich sind sie. Ja, es sind normale Hopliten, bloß der Commander ist nicht normal. Ja, toll. Komm, geh raus. So, ich gehe jetzt noch ganz regulär mit denen hier in den Rücken. Das ist eine richtig gute Runde hier gerade. Ja, für mich leider gar nicht. Ach, nur 440, zu mehr kam ich nicht. Hier über 500 Kills und nur 60 Leute verloren. Ich habe 87 Mann gekillt. Oh. Ah, sehr schön. Hab's gerade noch geschafft, noch einen Schildschlag zu machen für ein bisschen Schaden. Jo. Dann ja, aber gratuliere dir. Immerhin bist du der Beste geworden. Naja, für mich war das gerade einfach so. Also ganz ehrlich, als die Hunde kamen, wusste ich, dass es vorbei ist. Und ich finde es halt extrem mies, dass halt die Hunde sind immer noch viel zu stark, wie ich finde. Also, dass du gar nichts gegen die machen kannst, ist halt einfach scheiße. Also, ich finde es okay, wenn sie eine gute Chance gegen die Hopliten haben. Aber es sollte echt nicht sein, dass du gar nichts gegen sie machen kannst, finde ich. Also, das finde ich doof. Aber wenn die dir in die Phalanx stürmen. Ja, eigentlich sind die Hunde dann tot. Sollten. Ja, oder sie laufen unten drunter durch. Nö, kannst ja einfach deine Speere da auch nach unten halten. In echt, also in echt ist es ja einfach alles easy going. Ja, aber wer weiß, ob die Einheit im Spiel so schlau ist. Hehehe. So, ich habe jetzt nur noch den Arminius. Den würde ich wirklich gerne doppeln, wenn es irgendwie geht. Stufe? Ja, 6 halt. Na, ist nicht schlimm, mach ich mit. Spiel ich halt hier 5er. Ich hab Kavallerie, ne? Melee Kavallerie! Nahkampfschaden, Rüstungsbremsschaden, Ansturmbonus, Geschwindigkeit. Kann ich hier nochmal. So, jetzt habe ich. Juhu, unendlich viel Erfahrung auf den 5er Kriegern, wo ich es nicht mehr brauche. Krieg. Ja, kannst du für Gold umwandeln, ne? Aber wer hat denn schon Gold? Naja, ich hab Gold, aber. Ja, sogar noch 11.000 irgendwas. Ja, 11.407. Das will man ja aber auch nicht für sowas ausgeben. Ja, aber ich glaube, darauf läuft es halt echt hinaus, auf lange Sicht. Wobei, ich würde mir vielleicht nochmal so irgendeine Premium-Einheit kaufen und die mal testen. Ich liebäugle mit den Mormillo-Gladiatoren so ein bisschen. Die würde ich auch ganz gern mal sehen. Weil es gibt ja eh nochmal einen Wipe und dann müssen die mir einfach das alles wieder gutschreiben, weißt du? So. Die können ja nicht einfach sagen quasi, ach, schön, dass sie uns 110 Euro geschenkt haben. Hier, danke für nichts. So in der Art, ne? Also, ich sag's jetzt auch mal so, im Prinzip kostet die das ja aktiv nichts, wenn sie dir da das Gold zurückschreiben. Naja, der Punkt ist halt auch der, einfach quasi, mein Account hat ja überhaupt keinen Fortschritt gemacht. Ne? Die müssen mir was gutschreiben, weil das ist ja lächerlich. Ich find's auch nett, wenn man nach der Closed Beta als aktiver Teilnehmer nochmal eine Premium-Einheit auf Tier 3 oder 4 geschenkt bekommt. Bei den Closed Alpha-Veteranen war das auch so. Je nachdem, echt? Wie viel du gemacht hast, hast du irgendwas gekriegt. Ja, weil mit dem Wipe, das ist halt schon schade. Ich verstehe es aber auch. Ich verstehe es. Ja, natürlich, der Wipe ist absolut gerechtfertigt, aber dass dann halt nichts da bleibt, ist. Das wäre schon ein bisschen bitter. Ich glaube, das wird auch viele eher abschrecken, da weiterzuspielen. Ja. Also, ich weiß auf jeden Fall jetzt schon mal, dass ich Leonidas so schnell nicht nach dem Wipe spielen werde. Ich auch nicht. Aber es ist eine tolle Gelegenheit, um nochmal ein bisschen so rum zu experimentieren mit den Leuten. Ja. Also ich weiß, dass ich gucken werde, dass ich sehr, sehr schnell auf Scipio komme. Ja, das also weiß ich glaube,
Ich spiele nach dem Vibe erstmal die Griechen weiter. Mit denen komme ich mehr oder weniger am besten klar. Also da mit Miltiades, die Hopliten. Ja, Miltiades und Kynane. Die zwei sind, die finde ich Und sehr gut. Alexander werde ich mir relativ schnell wieder besorgen, weil der macht mir auch echt Spaß. Alexander muss ich gucken. Den habe ich noch nicht richtig angezockt. Also ich habe noch keine Kavallerie mit ihm gehabt. Ich bin da erst auf Tier 2. Ja, ich habe ihn jetzt auf Stufe 4 und muss sagen, also ich finde ihn richtig cool und ich finde auch die dritte Fähigkeit da mit der Keilformation finde ich super. Ja, das muss ich mal testen. Wie gesagt, erstmal hinkommen, ne? Die hat ja Ja. richtig krassen Ansturmbonus dann noch, ne? Nee, kein Ansturmbonus, Ansturmtiefe. Ach so. Und das kannst du auch noch weiter ausbauen mit den kleinen Fähigkeiten da. Also im Tech Tree. Ja, das Da. heißt einfach, du machst deinen Ansturmbonus auf mehr Leuten, weil du die tiefer reinkommst. Du rennst da ja im Prinzip als Keil rein, das heißt, du schiebst die Leute da ja weg. Richtig, genau. Deswegen kannst du an mehr Leuten diesen Ansturmbonus dann machen. Genau, also beschädigst du im Endeffekt, beschädigst du mehr Leute. Ich glaube, es ist dann auch einfacher, so geschlossene Formationen aufzubrechen. Ja, vor allem dann, wenn du von hinten oder von der Seite kommst. Ja, das ist krass. Na komm, Spiel. Kann doch wohl nicht sein, dass jetzt keine Tier 6er mehr unterwegs sind. Jetzt. Naja, die Maske von den Römern hatte damals im Grunde eigentlich zwei Funktionen. Barbaren, oder? Wie Barbaren. Die Maske hatten doch die Barbaren, oder? Nein, nein, das Nein, ist eine nicht die Römer. römische Legatenmaske. Also es ist eigentlich für Offiziere gedacht. Und diese Okay. Maske hatte zwei Funktionen. Nummer eins, sollte sie natürlich den Kämpfer ein bisschen schützen, weil die war ja aus Metall. Also die hat jetzt nicht viel abgehalten, aber so leichte Schnitte konnte sie schon abhalten. Und darüber hinaus hat sie unter Umständen die Angst des Mannes drunter verborgen und wiederum dem anderen Angst gemacht. Also dem Barbaren. Weil du in so, ja, im Grunde, du guckst in kein menschliches Gesicht. Also es hatte moralisch, auch moralische Effekte in beide Richtungen. Aber natürlich auch den Effekt, dass man ein bisschen geschützt war durch ja, so Splitter und solche Sachen. Nacht, Arzent. Mach's gut. Oh, da hinten habe ich schon mal ein bisschen was entdeckt. Ich habe einiges entdeckt hier. Oh, Bogenschützen, kommt zu mir. Ich spiele ja doch nur Tier 5. Ja, die Einheiten sind Tier 5, aber ich bin halt Tier 6. Ach Ach so. so. Ja. Ja, der Loki hat jetzt die Slinge auf Stufe 6. Ja, wir hätten sowieso einen Sechser bekommen, da bin ich mir sicher. Normalerweise Muss nicht. nicht sein. Da ist ein Arminius als Kavallerie. Ja, ich weiß. Den habe ich schon sehr früh gesehen. Wenn du ihn aufmachst, kann der Loki, glaube ich, drauf Da schießen, ist er. oder? Druff. Ja, nicht weiter vorlaufen. Ich meine nicht. Vorsicht, da sind im Wald noch mehr von denen. Dann gehe ich mal in den Wald gucken. Boah, die Slinger von denen fangen jetzt bei mir an hier. Ja, nee, dann komm weg. Ach, guck Welchen mal, wer da Moment? ist. So, ich gehe jetzt mal hier mal in den Tarnmodus. Ich glaube, die haben noch Artillerie. Oh, da oben brennt ja die Bude. Wo? Ganz da oben. Bei dem Tempel da. Wow! Ich habe da gerade eben drei gegnerische Infanteristen gefunden. Ich versuche gerade eben noch irgendwie Zugriff zu bekommen, ne? Fällt mir aber gerade schwer. Und versuchen, das zu reißen.
Treffst du den, Loki? Ja, aber ich mach keinen Schaden. Schildkröte. Ja. Jetzt hat er sie ausgemacht. Jetzt, wo ich gerade Ziel wechsel. Ja, dann auch wieder drauf. Oh, nein, warte mal, dann gehe ich mal nicht vor dich. Ich weiß auch mal mein Zeug. Ja, was blinkst du da so blöde rum? Ich chat rein. Ich bin jetzt mal komplett aus den Rumpen geritten, ne? Komm. Gab's eigentlich irgendwo einen Katapult? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ach, Dreck. Scheiße. Stehen noch irgendwo Bogenschützen oder Slingern? Nee, Bogenschützen. Naja, die sind im Wald. Ach, die holzen mich hier weg. Ich kann nichts machen. Ich versuche die zu kriegen, ich komme jetzt von hinten. Ja, und jetzt bin ich natürlich mitten reingelaufen. Und jetzt kommt er noch von hinten. Natürlich. Ach, scheiße. Na, das geht nicht gut aus für mich. Ich weiß nicht, besser wie für mich, bin weg. Ja, ich jetzt auch. Na, auch noch 50 Leute umgebracht. So. Zack. Oh, Bogenschützen. Da haut's aber nochmal drauf. Endlich mal hier was gemacht, ey. Oh ja. Bringt's oben. Und wieder raus mit meinen Reiterchen. Mal gucken, vielleicht kriege ich jetzt einer zum Rauten. Oh ja. Oh ja, ich hab aber einen. Ihr schießt also auf mich, ihr wollt's also wissen. Boah, nee. Blöd Bogenschützen. Pound their skulls! Ich gehe auf die ganz linke Einheit. Ja, bin raus. Na, diese Bogenschützen, die verstecken sich sehr, sehr gut in der Infanterie. Ich versuche die Hunde jetzt noch zu kriegen. Das sind jede Menge Hunde und Bogenschützen. Ja, die Hunde, die haben ja keine Panzerung, da kann man ja durchchargen wie nix. Oh ja, sehr schön. Oh, geil. Boah. Ey, wie die geflogen sind. Alle erst wieder aufstehen. Ja, gut, das ist das, was mit Kavallerie am meisten Spaß macht. Die einfach niedermetzeln, ne? Ja. Hilflos Bogenschützen töten. Wahnsinn. So, jetzt hier noch die Hundekämpfer da niedermachen. Wow, fuck, da kommt ja noch Kavallerie. Hm. Die, wo auf mich getötet haben. Ja, aber das Spiel haben wir verloren. Ja, das ist klar. Von links. Ja, das war's jetzt für meine Leute. Er routet jetzt meinen General. Da mache ich jetzt auch nichts mehr wahrscheinlich. Aber da habe ich am Ende nochmal so richtig schön was abfarmen können. Ja. Nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Also gut was an Kills. Schade. Am Ende noch 304 Kills rausgeholt. Dafür, dass ich am Anfang ewig gebraucht habe, um Zugriff zu finden. Ja, ich hab nur 150. Es geht besser.
Am Anfang hatte ich echt das Problem, egal wo ich hingegangen bin, da war eigentlich immer nur irgendwie was, was mit dem ich nichts zu tun haben will, ne? Aber du hast ja wenigstens die Möglichkeit mit Kavallerie so schön zu entscheiden, ne? Ja. Das gefällt mir da auch sehr gut. Dass du halt einfach schnell irgendwo hinkommst und auch schnell irgendwo wieder wegkommst. Mhm. So, die letzten Prinzeps, die jetzt wahrscheinlich hier gleich ins Gras beißen. Ja. Und der pennt auch irgendwie ein bisschen. Nee. Na doch, jetzt immer. Wenn der Kavallerist schlau wäre, würde er jetzt einfach aufteilen aus drei verschiedenen Richtungen angreifen. Okay. F. Er macht die weniger schlaue Variante. Obwohl. Ja, der ist zu hektisch, was er sagt. Du musst einfach deine Leute aufteilen und dann von allen drei Richtungen gleichzeitig angreifen lassen. Eine frontal, zwei von der Seite, weißt du, dann ist der Drop so schnell gelutscht. Was ich irgendwie auch noch ein bisschen dämlich finde, ist, dass es kein Friendly Fire für Cavalry Charges gibt. Weil, ich meine, wenn du mit einer Kavallerie voll in so eine Truppe aus Leuten reinrennst, dann bringst du ja jeden um, egal ob Freund oder Feind. Das ist richtig, ja. Dem Pferd ist das ja sowas von egal. Oh, ich war der Beste. Krass. Nur leider bringt's nix. Juhu, Stufe 35. Und was kriegt man? 500 freie XP. 500? Wow. Ja, oder? Also so eine gute Belohnung hatte ich noch nie. Könnten sie echt ein bisschen mehr machen, finde ich. Ja. Also vor allem, was so Gold- und Premium-Zeit angeht. Aber wir müssen noch mal ran, Leute, ne? Wir müssen noch mal ran. Aber ja, diesmal gehe ich dann auf 5er Einheiten zurück. Ja. Genau, vielleicht haben wir am Ende dann doch noch mal ein Tier-5er-Gefecht. Das wäre schön. Das kommt bestimmt, keine Ahnung, Hadrians Wall oder so, wo du als Kavallerie einfach nur sagst, noch nö. Ja. Ich mag die Karte aber auch mit Infanterie nicht. Na, ja, kommt drauf an, mit welcher. Aber ich finde insgesamt Hadrians Wall ist eher so eine Bogenschützen-Map, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist auch mein Hauptproblem mit der Infanterie dann, die Bogenschützen. Ja, die schießen halt einfach über die Mauer drüber und du kannst gar nichts gegen sie machen, ne? Ja, und selbst wenn du da irgendwie durch so ein Loch versuchst zu laufen, wenn da Hopliten hinten dran stehen in der blöden Phalanx, dann kommst du auch nicht durch. Ja. Also egal was du machst, im Endeffekt läuft es bei mir immer aufs Gleiche raus. Ja, trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Wochenende. Also ich habe jetzt alle Kommandanten freigespielt. Das heißt, es ist kein Weg zu weit, jetzt irgendwie auch so nach und nach alles vorzustellen. Ja. Das Grinden hat mich halt wirklich davon abgehalten, ne? Weil es war so anstrengend, so viel freie Erfahrung aufzubauen, um diese ganzen Kommandanten sich freizuspielen. Nur mal einfach mal ein Video über sie zu machen, da sehe ich es halt auch einfach nicht ein, Geld dafür auszugeben, dafür, dass ich im Grunde für Creative Assembly und so weiter und so fort jetzt ihre Kommandanten promote, ne? Ja, da hätten sie eigentlich auch von sich aus mal was machen. Ja, für die ist es mit diesem Community-Contributor-System halt was ganz was Neues. Ich glaube, wenn Wargaming da ein bisschen mehr machen dürfte, die würden dir dann halt auch einfach mal so einen Test-Account geben als Conti, ne? Das ja, oder ja bei WoT auch und so, bei World Warships. Premium-Einheiten oder sowas zum Vorstellen. Ja. Das baut sich, wie gesagt, alles momentan noch auf. Das gilt, das ist alles noch so ein bisschen prototypisch. Ich fände es auch mal interessant zu sehen, was so ein Kommandant dann auf Stufe 10 ausrichten kann. Ja gut, dafür musst du allerdings erstmal überhaupt Stufe 10 Gefechte haben. Ja, das stimmt, aber mit so einem Dings, wie heißt das, Test-Account ist das ja nicht. Ja, aber du brauchst halt auch Gegner auf dem Level, ne? Also das ist halt. Ja, das stimmt, aber du musst ja keine Stufe 10 Einheiten nehmen. Du kannst ja einfach den Kommandanten ausbauen und. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, die Gefechte werden deutlich schneller. Also, weil es so absurde Moral-Debuffs dann gibt. Ich glaube, die Gefechte werden dann deutlich taktischer, vorsichtiger und wenn dann was passiert, dann passiert es ganz schnell. Insbesondere, wenn du so Leute wie Miltiades und Scipio mit ihren Moral-Debuff-Fähigkeiten in Betracht ziehst. Ja, das stimmt, aber ich glaube, bei Miltiades zumindest kann man den Moral-Debuff nicht wirklich weiter ausbauen.
Doch, ich glaube, da gibt es nochmal 5% irgendwo, glaube auf Tier 10 oder so. Ja, gut, das kann sein, aber. Ja, aber minus 35 ist auch schon mal allein so ein Wort. Das ist heftig. Ja, das stimmt, aber die Einheiten bekommen ja auch irgendwie immer mehr Moral. Ja, aber nicht so dermaßen viel mehr. Und du kannst ja auch über Consumables kurzzeitig erhöhen. Hey, wir sind schon drin. Das ist aber das ist mal die schnellste Laden gewesen, das ich jemals gesehen habe. Ja, ist schon. Ich versuche mal den Spot da in diesem komischen Hain da zu holen. Ja, genau da. Wenn man da einmal reinreitet und gleich wieder rausreitet, deckt man alles auf. Mhm. Und wenn dann irgendwie Infanterie hinterherkommt, kann die das ja halten. Man muss aufpassen, da ist die gegnerische Kavallerie meistens ein Tick schneller da. Capture their base or cut them down. Hängt aber auch davon ab, wie schnell man sich bewegt. Ja, das stimmt, aber die Gegner-Kavallerie hat da, glaube ich, einen minimal kürzeren Weg. Ja, mal gucken, ich habe jetzt alle Geschwindigkeitsbuffs angemacht. Ich bin jetzt schon sehr, sehr schnell. Gut, das kann der ja auch, wenn er da steht. Da ist niemand. Nö, da kommt niemand. Schade. Das wäre das erste Mal. Ja, die kommen jetzt erst da drüben. Das sind Celeris. Mit denen lasse ich mich gar nicht erst ein. Der ist schlecht gestartet. Nee, ich überlege dann gerade. Entweder sind die Barbaren dann hochgebogen schon in den Wald. Jetzt hau ich da aber ab, ey. Ja, dann stelle ich mich. Oh, scheiße, Artillerie. Nee, da hau ich auch. Da gehe ich woanders hin. Wenn ich da gespottet werde, bin ich auch durch. Gerade so. Ich jetzt stehe. Jetzt wissen sie alles über uns. Verdammt. Ja, es hätte halt eine Infanterie schneller nachkommen müssen, ne? Weil dann hätte ich da stehen bleiben können, aber so bleibe ich da nicht stehen. Ja gut, jetzt haut er aber ab. Ich verjagen kurz. Ich versuche die gegnerische Artillerie mir zu holen. Ich gehe hin zum Aussichtspunkt. Luki, kommst du mit? Ja. Auch wenn ich versuche, vor dem Wald noch stehen zu bleiben. Ich finde das immer noch witzig, dass die Nahkampfinfanteristen die Speere weiter werfen können als die Fernkämpfer. Mal gucken, was da rumsteht. Zack. Hallöchen. Da bin ich eigentlich jetzt. Ja, so machen wir's. Kannst du mir eine nach hinten schicken? Ja. Oder zumindest bereithalten, sagen wir so. Ich hau dann wahrscheinlich eher ab. Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Okay. Ich dann die Sichelkämpfer an. Ja, ja. Träumt mal weiter, Sichelkämpfer. Warte mal. Ne, jetzt muss ich sogar in den Nahkampf gehen. Ja, was soll ich denn machen, Jungs? Ah, Mist. Da kommen Kavallerie-Kacke. Das sind zum Glück nur Hastati gewesen. Bisschen schwierig hier. Also wir haben auf jeden Fall das Katapult ausgeschaltet. Mhm. Wir haben gleich ganz böse verloren hier. Ich habe hier gerade ganz böse Probleme. Ah, da ist noch mehr hinten dran. Ich versuche mal reinzuschießen. Ich hoffe, ich erwische nicht zu viel. Ja, ist egal. Aber, Luki, hier wäre besser, wenn du da reinschießt. Ich habe gerade... Ja... Oh, jetzt macht er mit blöden Trollern schlecht. Ja, genau. Und ja, er schafft es noch, mich zum Brennen zu kriegen im Wald. Basti, ich komm zu dir, ich helfe dir. Ja, gut, gerade geht's. Forward, onward.
Also den CPU 19 da, den 5er schaffe ich. Den hau ich trotzdem weg, dann geht's schneller. Ja. Gut. Bam. Thema erledigt. Gut. Erwischt. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ich hoffe, die hören es auf zu schießen. Loki, um auf zu schießen. Ja. Sind nicht lieb. Wenn es um Kills abstauben geht, sei das sofort da. Hey, ich gehe hier von Einheit zu Einheit. Nee, weil ich habe gerade die ganze Zeit voll aufs Maul gekriegt. Da war keiner von euch, außer... Doch, ich war da. Hicks, ja, der hat mir wenigstens einmal versucht, schön den Arsch zu retten. Ich habe ja die Ding da oben weggemacht, die Artillerie. Ja, das ist auch gut so, dass die weg ist, sonst hätte die mich nämlich ganz schön verkloppt. Oh. Ja, genau, mach die Schildkröte an. Das ist eine super Idee, dann kann ich nicht weiter schießen. Ich geh mal nochmal raus, ich will die anchargen. Ja, ich brech. Ich charge auch von der anderen Seite rein. Dann bedient euch. Ja. Also, dann und drauf. Bäm! Blood! Dieses Blood-Gebrülle von dem ist schon ziemlich heftig. Ja, das habe ich inzwischen aus. Nein! Jungs, warum? Ich weiß es nicht, aber es hat wehgetan. Ja, nee, ich weiß es. Ich bin stehen geblieben. Und dann haben sie beschlossen, schießen die automatisch. Ich weiß, ich schieße dann automatisch. Das ist total bescheuert. Ja, vor allem, ich habe ja schon 50 Mal vorher B gedrückt. Also das heißt, das Spiel müsste doch kapieren. Nee, es müsste kapieren, da sitzt ein Spieler dran, der weiß, was Abbrechen ist. Und wenn er meinte Abbrechen, dann hat er es wohl so gemeint. Hallo Sunrise Rule, grüß dich. Na, alles fit? Also irgendwie habe ich das Gefühl, Kynane ist zur langsamsten überhaupt mutiert. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Bug. Weil mit Miltiades hatte ich das auch schon, da sind mir die Nahkampfinfanteristen von den Römern davon gelaufen. Ich bin da hinterher geschlichen und ich hatte schon das Formation auflösen an. Aber ja, das muss irgendwie ein Bug sein. Also das, du hängst jetzt irgendwie in der Luft seit neuestem irgendwie an manchen Stellen, aber man kann nicht erkennen, warum. Ja. Vielleicht bessert sich das ja wieder, wenn es wieder geschlossen ist. Ach, jetzt darf ich schon wieder nicht mitspielen. Ach, scheiß drauf, dann machen wir Nahkampf. Komm rein. Unterstützen wir den Mörd moralisch. Wumpf. Yeah, noch mehr Männer. Vielleicht routet ja was, ne? Ja, okay, zweimal recht. Unser Verbündeter routet, lol. Ja. Ey, den hatte ich aber nicht angegriffen. Dem waren das zu viele Verbündete. So wie es aussieht, dachte, ja. Der kann auch gehen. Jawohl. Metzle. Oh. Jawohl, ich darf mich endlich mal an Kavallerie rächen. Schön alles wieder Metzle, ne? Ja, gerade die Flanke gebrochen. Komm, haut sie mal. Schön minimal noch irgendwas hauen. Go, go, go. In 2 Sekunden kann ich nochmal Pferde treten lassen. Treten! Das geht erst ab Stufe 5, oder, mit dem Treten? Nee, die Pferde... Ja, die Stufe 5 Pferde halt, können das, ja. Ja. Richtig. Oh, ich darf schießen. Jawohl. Ach, ich werf. So. Jetzt habe ich dir schön klein gehauen. Nee, da habe ich auch noch mitgemacht. Yeah. Den letzten Kill noch gemacht. Ja, weißt du, man muss ja aufpassen bei euch Geiern, wo man bleibt. Sprach der Obergeier, ne? Okay, gewonnen. Jo. Der Fernkampfgeier. Oh, das war eine richtig geile Runde. Ja, die war ganz gut. 1386 Basis, also freie und dann noch jede Menge Kavallerie.
Kavalleriepunkte. Ey, so viel kriege ich nie. Also. Also, wie viel habe ich im Moment? 4200 Kavalleriepunkte. Boah. Es ist ordentlich. Ich habe jetzt 500 und 1600. Gut, was gesagt, auch schon viel ist. Das ist natürlich momentan noch der Tagessieg mit drin, aber es war trotzdem ein fantastischer Sieg für meine Reiter. Ja, das stimmt. Obwohl, mehr Kills hast du ja eigentlich nicht wirklich. Nee, aber ich habe halt geroutet hier und da, weißt du. Na gut, das habe ich nicht. Und Schaden gemacht ohne Ende. Das sind halt die Sachen, die siehst du halt nicht. Die zählen halt leider nicht in dieses, wer ist der Beste rein, ne? Ja, das ist immer noch sehr schade. So, jetzt können wir spielen, was wir wollen. Was wollt ihr spielen? Also ich würde nochmal Stufe 5 spielen, weil ich die noch entstocken will, bevor das Event zu Ende ist. Da fehlen mir jetzt noch 1400 XP, dann kann ich das Schwert kaufen. Dann spiele ich nochmal Scipio, dann bin ich nämlich kurz davor, jetzt hier Tier 6 zu werden mit ihm. Okay, dann Stufe 5 Militiades. Gut. Mit Hobliden, ne? Klar. Kurz einen Moment noch. Ah, und hallo, Bastas, du. Gerade eben erst gesehen. Grüß dich. Ihr könntet schon mal starten. Eine Minute dann. Ja, sobald halt Basti auch soweit ist. Gut. Ja, ich bin soweit. Fortune favors the bold. Na. Ich glaube kaum, dass ich meinen Sieg von vorhin mit ihm hier nochmal toppen kann heute. Das bringe ich übrigens auch als Video in der nächsten Woche irgendwann mal auf YouTube. Welchen? Scipio. Könntest das 681er Gefecht noch nachkommentieren und auf YouTube stellen. Das wird ja im Ding dabei sein. Ja gut, aber im Stream. Weiß jetzt nicht, wie viele Leute sich den Livestream da dann doch noch ganz angucken. Das weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, ist vielleicht auch einfach ein bisschen dann zu viel. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch habe, weil ich schon so viel gespielt habe, dass es theoretisch jetzt schon wieder in der Versenkung verschwunden sein kann, ne? Kannst du es nicht aus der Videodatei vom Livestream ausschneiden? Das kann ich schon, aber da ist es qualitativ sehr fragwürdig. Okay. Ja gut, ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Ich mach sowas ja selber nicht. Früher wäre das ohne Probleme möglich gewesen, beziehungsweise doch, man kann das auf Twitch machen, aber dann ist es halt auf Twitch und ich glaube nicht, dass ich dieses kleine Video dann übertragen kann. Also ich kann halt die Gesamtdatei übertragen. Ich habe das halt noch nie gemacht. Also so ein wenn immer das, so ein Clip zu erstellen. Ja, so, nee, wo wollt ihr eigentlich hin? Ich bin wieder Kavallerie und Kavallerie risiere hier wieder mal rum, ne? Also ich mach dasselbe wie vorhin. Da, wo wir eben waren. Ich meine, du, nee, das ist schlecht. Du hast ja... Also du lädst den ganzen Stream lädst ja auf YouTube hoch und da hast du ja auch eine Datei, oder? Lädst du genau. Das direkt von Twitch? Das lädt direkt von Twitch rüber. Oh, das ist ja super. Ja. Geht auch wahnsinnig schnell. Geht sogar schneller als bei mir zu Hause. Also ich habe ja schon eine schnelle Upload-Leitung mit 40.000 hoch, aber die sind nochmal deutlich schneller. Die lädt mit 40.000 hoch? Ich lade mit 40.000 hoch, ja. Boah, das ist... Davon träumt meine Internetleitung. Ich habe extra deswegen auch dann zur Telekom zurückgewechselt, weil die mir das angeboten haben. Ja, die Telekom haben wir hier auch und es ist eine 50.000er Download-Leitung wohlgemerkt, aber... Ja gut, ich 100.000 habe ich ab. Ich könnte auch 200.000 down haben, meine ich. Also ich habe 100.000 down, könnte 200.000 down haben, aber ich habe festgestellt, brauche ich nicht. Also 100.000 sind mehr als genug. Puh. Ja, gut. Da kommt ein Miltiades, sehe ich gerade eben. Ich sehe es an der... Nee, das ist gar kein Miltiades. Das ist tatsächlich ein Leonidas. Und jede Menge Bogenschützen. Ach, blöde Dinger. Ich mag die Kavallerie, Schwertkämpfer. Ich kann aber hier nicht lange bleiben, ne? Also ich hau es gleich wieder ab. Ja, ich gehe gerade hinter dir rein. Schaffst du es, hinter dem durchzuschlüpfen und die Bogenschützen wegzumachen?
Vielleicht. Dafür muss jetzt jemand anders sich auf ihn stürzen. Aber wahrscheinlich schaffe ich das, wenn die Bogenschützen... Na, jetzt bleiben sie da stehen. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ja, ich komme gerade. Also von der Theorie könnten wir da versuchen, die auszutricksen. Ja, ich will halt jetzt nicht das erste Ziel gleich sein, weißt du. Ja, dann gehe ich mal vor. Jetzt gehen die Bogenschützen vor. Ich bewerfe jetzt mal den Hopliten mit Speeren. Mal gucken, ob er sich provozieren will. Ich reite los. Ich gehe jetzt auf die... Achtung, schießen. Ja, ja. War klar, dass sie schießen. Bauen jetzt hier ihr komisches Dreieck des Todes auf. Oh, und wenn der jetzt mal aufhören würde, da hinten auf uns zu schießen. Ist der Phalanx? Njau! Der ist nicht in der Phalanx. Dann kann ich den gut anschauen. Oh, die Bogenschützen hat ordentlich zerlegt. Oh, gegnerische Kavallerie. Scheiße. Raus. Ja. Boah, das war übel. Das hat richtig Lebenspunkte gekostet. Ja, der Eretik 88 Durchfall hätte dir schon die ganze Zeit helfen können. Aber er schießt lieber den eigenen Einheiten in den Rücken. Ah, nein, blöde Wurfspeerkämpfer. Die machen mich hier kaputt. Kann machen, was ich will. Oh Gott, noch mehr Kavallerie. Scheiße. So, mir das nix. Ja. Och, hey, dann bewegt euch doch mal vom Fleck. Wie kann das denn sein, dass die Hälfte von meiner Einheit da irgendwo hinten drin rumsteht und nichts macht? Also mal im Ernst. Ich sag, greif den an und die Hälfte der Einheit steht noch dumm rum und sport mit dem Finger in der Nase. Den irgendwie keinen Schaden. Ist auch nicht warum. Ich geh nochmal raus. Nee, ich greif die Kavallerie an. Ey, ich hau... festzuhalten. Also ich hau jetzt gleich dem Eretik aufs Maul. Das meine ich echt ernst. Wo ist denn der? Da. Wie nett. Ich werde eigentlich noch mehr von meinen Leuten umbringen. Ja, deswegen bin ich jetzt mal aus dem Nahkampf da rausgerannt, weil ich Schnauze voll hatte. Boah, da hatte ich heute Mittag hatte ich auch einen. Da standen noch 3 oder 4 Gegner. Ich war mit 3 vollen Einheiten Hopliten drin. Und der schießt einfach da alles mit den Bogenschützen noch drauf. Oh fuck. Weißt du, der hat, glaub, die Hälfte von meinen Einheiten da umgebracht. Ciao, Horest. Und nicht mal einen Gegner getroffen. Dann ping ich den eins an, der soll mal aufhören mit dem Mist. Weil er ja nur meine. Hey. Weil er ja nur meine Einheiten erschossen hat. Der hört als nicht auf. Das Verrückte ist, dass es manchmal irgendwie nicht funktioniert, dieser Schlachtruf. Ich habe hier gerade den Schlachtruf eingesetzt und er hat. Also, er ist zwar da, aber du siehst nicht. Jetzt geht die Moral runter. Schräg. Also, manchmal hat es einen Delay, der nicht mehr feierlich ist. Es kann auch sein, dass der, wenn er einen Flankenbonus hat, noch dass ein da Reiter. Nicht viel runtergehen. Ja, als in den Nahkampf weiter schießen, so ist brav. Der Eretik, dir hilft keiner jetzt. Nö. Ja, wer sein Team verrecken lässt, der verreckt irgendwann auch selber. Ja, ja, also ganz im Ernst, dem helfe ich nicht. Der pinkt sogar noch, weißt du? Nö. Ja. Da kann er so viel pingen, wie er will. Wenn keiner mehr da ist, kann ihm auch keiner mehr helfen. Nö, ich habe nur noch einen Reiter. Also ich bin da auch nicht mehr gewillt, so jemandem zu helfen. Ich bin komplett raus. Die Basis ist ganz schön. Ja, im Arsch. Ich weiß. Was soll ich machen? Ich habe einen Reiter. Ja. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt hier noch meine Statistik noch mal ein bisschen hochcheaten. La. Boah, das schlimmste Gefecht hatte ich heute mit Alexander. Da war auch auf der Karte. War ich da in der Mitte. Dann kam mir gegnerische Kavallerie entgegen, bin ich abgehauen. Da den Hügel hoch, hier.
Nee, komm. Da den Hügel hoch, wo gerade gepinkt ist. Und dann steht da die Artillerie. Und der hat Pfähle gebaut noch. Und ich hab's nicht gesehen, dass der die gebaut hat. Und gerade in dem Moment, als ich da angekommen bin, schießen diese Pfähle aus dem Boden und ich habe alle Einheiten verloren. Ja. Aber kein Wort gesagt. Einfach. Das ist natürlich ungünstig, wenn sowas passiert. Das ist richtig. Ja. So, ich tue jetzt mal so, als ob ich cappen würde, ne? Weil das lenkt sie vielleicht noch ab. Schickt noch irgendetwas hierher zu mir. Na, ich weiß nicht. Ja, doch. Ja, wie das vorangeht. Ja, ich komme. Ist das der Scipio oder irgendein Reiter? Das ist irgendein Reiter von mir. Du kannst noch ein paar Scipio von den Geflohenen umbringen. Richtig, genau. Mach ich jetzt. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Was soll ich mit einem Mann noch machen? Schützen abstechen. Wie gesagt, der Gegner sieht halt, es wird gecappt. Vielleicht wird er nervös. Schickt irgendwas zurück. Das ist Beschäftigungstherapie für mich hier, ne? Oh, da unten, System irgendwas. Ein Spieler gilt als AFK. Dieser Spieler erhält keine Belohnung mehr. Das finde ich gut. Das finde ich cool, ja. Das finde ich auch wirklich cool. Ja. Das beugt dem halt vor, dass da Leute mit irgendwelchen Bots reingehen und einfach immer die Basiserfahrung da mitnehmen wollen, die jeder bekommt. Ja. Ist ja bei World of Tanks manchmal gefühlt so, dass da irgendwelche Leute rumsitzen, die immer AFK sind. Schaffst du das eigentlich da drüben noch irgendwie? Könnte knapp werden, glaube ich. Die müssen ja nur einmal reinschießen. Wir haben so viele Bogenschützen. Also der, ja. Der Eretik hat echt keinen blassen Schimmer vom Spiel. Der muss so, nur die Cam gehen. Der könnte das jetzt einfach mal verlassen, dann würde ich Bogenschützen nehmen. Und jetzt rennt er noch vom Cap weg. Meine Fresse, das sind drei Hopliten da noch über. Oh. Boah, kurz mal nochmal decapped. Immerhin. Ja, also der Eretik, ey, das ist ein ziemlich... Hirnlos, was der da treibt. Hirnloser Ego-Spieler, ja. Er hat Kampf im Schatten an und der ballert alles noch weiter drauf. Ja. Klar, dass du da nicht viel triffst. Machst du mit, Loki? Ja, vor allem mache ich jetzt eins. Genau, Leute hauen. Ja, wehrlose dahin schlachten, ne? Es könnte noch so 10 Minuten dauern, bis ihr da gekappt. Wir machen das jetzt halt mal. Na, obwohl, jetzt geht's doch ein bisschen voran. Mit den drei Leuten brauchen wir nicht mehr rüberlaufen. Die haben halt scheiß viel Kavallerie. Ey, wie lange braucht dieser Eretik eigentlich, um diese Handvoll Hopliten niederzumachen da? Also ohne der, der hat Kampf im Schatten an. Da macht er nicht viel Schaden. Ja, tja, wir hatten gerade eben einen Vorteil. Jetzt haben wir keinen mehr. Ja, aber jetzt muss der Eretik nur noch ein bisschen da auf die Basis schießen, dann... Ja, er müsste. Das bastest du ja. Das sind geroutete feindliche Einheiten, die wir gerade eben hier so niedermetzeln. Ja, die rennen immer zurück in die Basis, die Einheiten, wenn sie rausgehen. Wie kann man jetzt hier fröhlich niedermetzen? Das Lustige ist, die zählen sogar zu den Gesamtkills. Ja, bringst ja Leute um. Macht eigentlich auch noch was Sinnvolles heute. Komm, stirb. 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 Muss ich den jetzt anchargen? Nee, den kann man... Ah, doch. Meine Fresse. Ja, den kann man nämlich nicht anklicken, ne? Ja. Ja, wir haben ja aufgeräumt. Der steht gerade wieder auf. Was? Boah, der Eretik hat... Ja, der Eretik ist erledigt. Wir haben verloren. Ach, komm. Das kann's doch nicht sein. Wie kann man's denn so verkacken? Ich weiß es nicht. Vor allem, der hat hauptsächlich Team-Damage gemacht, gefühlt, ne? Und... Oh, hey. Es müsste doch so ein... Du bist ein Idiot, ich melde dich Knopf geben. Ja. Hallo, Dirk. Ab einer bestimmten Anzahl an Friendly Fire.
Ist ja bei World of Tanks, glaube ich, auch so, wenn du zu viel Friendly Fire machst, wirst du rausgeworfen. Ja, dann wirst du blau und dann kriegst du sogar einen Bann, wenn du es übertreibst. Ja, ja. Also wenn du blau bist und nochmal Friendly Fire machst, dann wirst du blau. Dann bist du raus. Das ist mir einmal passiert, da bin ich rausgeflogen. Ich habe in der Artillerie und auf Gegner geschossen. Aber die Artillerie hat teilweise so verzogen oder da sind irgendwelche Verbündeten reingefahren. Dann natürlich auch noch irgendwelche Lights. Da sind dann reihenweise Verbündete leider explodiert. Konnte ich wenig dafür, die sind mir in die Schüsse gefahren. Naja, bin ich rausgeflogen. Ich bin nur ein einziges Mal rausgeflogen, aber das war allerdings nicht mit meinem Account. Das war letztes Jahr auf der Gamescom, wo ich mit einem Wargaming-Account gespielt habe. Und ich spiele 2 Minuten und werde gebannt. Für nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich habe dann gleich den Mitarbeiter gerufen, sorry, was ist da passiert? Und der hat es sofort wieder eingerichtet. Da müssen Leute gewesen sein, die einfach diese Wargaming-Accounts einfach in Horden einfach gemeldet haben. Und dann hat automatisch dieses Reporting-Programm dann Leute gesperrt. Ah, das ist auch eklig. Ja. Weil es dann immer dieselben Accounts sind, ne, werden die halt ständig dann quasi, die sammeln dann halt einfach diese Reports dann an und dann irgendwann mal fliegst du raus. Und ich war voll irritiert, weil ich habe das noch nie gesehen gehabt. Nee, der hat dann gesagt, so, du darfst jetzt nicht mehr spielen. Ja. Schade. Das Schlimmste war ja eigentlich... Weißt du, und er wird sogar noch als der als Beste dargestellt, weil er einfach scheiß viele Kills gemacht hat. Ja, aber er hat wahrscheinlich genauso viele Leute eigene getötet wie Gegner. Aber das steht also halt nicht dran. Ich behaupte, der hat mehr eigene als Gegner getötet. Also, ich meine... Komm, ganz ehrlich, was soll das denn? Ich habe übrigens gerade eben die Meldung bekommen, ich hätte in der gesamten Schlacht am meisten Schaden verursacht. Oh, das ist gut. Also, ich habe jetzt nicht an den Kills viel gemacht, aber ich habe am meisten Schaden verursacht. Ja, ich habe am meisten Feinde in die Flucht geschlagen, etc. Tja, da machst du nichts dran, so ein Scheiß. Komm, noch einmal, ich will diesen jetzt hier auf Level 6 bringen. Nochmal das Gleiche? Jo, muss doch gehen. Ja, ein Sieg und das ist durch. Einen Moment. Ja, was hast du? Ich war einmal blau wegen so einer Aktion, weil mich einer einfach nur mega nervt hatte. Da habe ich dem halt einfach mit dem Autoloader 2-mal eine reingehämmert. Und dann war ich blau. Und das war das einzige Mal und wird wahrscheinlich auch das einzige Mal bleiben, weil ich einfach mir gemerkt habe, nee, es lohnt sich einfach nicht. Diese Typen gewinnen dann einfach. Egal was sie sagen, egal was sie machen, lass dich nicht provozieren. Nimm das Replay und schick's im Zweifelsfall an Wargaming, weil wenn da wirklich so, also wirklich in Extremfällen tut Wargaming dann doch was, wenn du halt wirklich exakt beschreibst, was da passiert ist, wenn da halt einer die ganze Zeit dich anrammt und dann quasi irgendwie sowas wie ja so Nazi-Sprüche von sich gibt und so weiter und so fort, dann machen die was. Also wie es immer so schön heißt, in den Extremfällen. Wenn dich halt jemand nur einmal jemand anrammt oder versehentlich oder einfach nicht aufpasst, sich hinter dich stellt und du deswegen rausgehst, machen sie nichts. Aber wenn man halt wirklich sieht, dass es aktives Trollen ist, dann schreiten sie ein. Aber sowas gehört auch einfach nicht. Also sowas. Also ganz ehrlich, sowas macht man auch einfach nicht. Nö, das ist genauso wie. Wie dieses dämliche, wie heißt denn das nochmal? Es gibt nur dieses YouTube-Format, wo so Deppen machen, nicht Challenges, sondern Leute auf der Straße halt trollen, weißt Pranks. Du? Pranks, genau. Das ist genau das. Im Grunde ist es die Variation einer Straftat innerhalb eines Spiels, weißt du, so in der Art. Erstens ein Regelverstoß und im echten Leben sind diese Pranks auch Straftaten, also und das auch zu Recht. So, einen haben sie jetzt auch irgendwie dafür belangt, dass er so Bombenpranks gemacht hat. Aber der Typ ist auch ohnehin ein Vollidiot. Also wie gesagt, bei dem ist auch Hopfen und Malz verloren, weißt du? Also, ehrlich, viel von YouTube Deutschland ist, wo du einfach denkst, das ist auch nur irgendein Idiot, der eine Kamera gefunden hat.
Du, das ist aber interessanterweise generell in Deutschland leider so ein Phänomen. Wenn du international guckst, sowohl Facebook als auch YouTube sind komplett anders in Deutschland als im Ausland. Also in Deutschland sind es halt häufig wirklich die Honks, die sich da ausleben. Also auch auf Facebook, muss man leider so sagen. Währenddessen im internationalen Vergleich das eher das Bildungsbürgertum ist und da einfach eine ganz, ganz andere Qualität international forscht. Und zwar in so ziemlich jedem anderen Land. Ich muss jetzt auch mal dazu sagen, dein Kanal ist so ziemlich der einzig deutsche Kanal, den ich gucke. Okay, danke. Dann gucke ich hauptsächlich nur englische Videos. Ja, mache ich eigentlich auch so. Also gut, ich gebe zu, ich gucke Gronkh, aber das hat einfach so, ich mag den Typen halt einfach. Weiß auch nicht warum. Also ich sitze auch manchmal echt an und frage mich quasi, warum gucke ich den eigentlich? Aber ich bin es inzwischen so gewöhnt. Oh. Aber ansonsten gucke ich auch eigentlich nur englischsprachige. Wir haben noch ein, zwei Kanäle von deutschen Leuten, die englischen Content machen. Ja, gut, darauf achte ich nicht. Nee, aber du merkst es an dem, was sie so englisch sagen und auch, was dann so noch drumrum ist. Ich hab da was gefunden. Oder wenn irgendwas schief geht, fliegen sie dann noch auf Deutsch. Und die rücken auch noch mit der Artillerie vor. Wir haben ein Problem. Ja, das ist eine Ding-Artillerie. Die hat sehr, sehr schnell aufgebaut. Das sind so Skorpione. Also Architekt, wie es so schön heißt, ne? Ich finde die Speerartillerie von den Römern finde ich irgendwie cool. Hallo Captain Black Sheep. Ach, der Blackie ist da. Grüß dich. Ja, ich habe vorhin spontan um 22 Uhr angemacht. War wirklich spontan. War auch schon 2 Stunden her. Toll. Und ausgerechnet unsere Oberpfeife von Bogenschütze. Auf was wartet ihr? Ja, auf dich vielleicht, du Pfeife. Dass er mal da anfängt, Leute wegzuräumen, meinst du, ne? Ja, nee, aber lies mal im Chat. Ich krieg's mit dem Vogel echt nicht. Ja, klar, wir rennen vor. Oh, klar. Tier 7er. Ja. Da mach ich nicht mit. Und dahinter stehen nämlich auch noch die Schleuderer. Nee. Und mit Schleuderern lege ich mich nicht an. Ich leg mich nicht mit den Tier 7 Infanteristen an. Man müsste halt irgendwo mal durchschlüpfen. Ich krieg ja einen Krampf. Was hat denn das hier? Das war's dann jetzt auch. Berittene Krieger Tier 5. Boah, was ist denn das um Himmels Willen? Veteranenlegionäre, scheiße. Ja, das ist ziemlich heftig, leider. Vor allem bei den Römern habe ich irgendwie so die Erfahrung, dass doch noch wichtig ist, auf welcher Tiefstufe. Ich helfe jetzt in der Mitte, weil da hat sich jetzt mal was getan. Da ist nämlich unser Veteranenlegionär jetzt vorne dran. Nein, auf den springe ich jetzt aber nicht drauf. Kannst du dir diese scheiß Schleuderer schnappen? Ich werde es versuchen. Ich komme schon hinterher und versuche dann die Kavallerie abzufangen. Wenn der Kavallerist dann mit drauf geht, dann renne ich mal kurz rein. Rums! Ja. Oh Gott, jetzt bin ich im Arsch. Ja, ich versuche es ja, aber Militiades pennt gerade. Ich habe es hier alles angemacht, was ich habe. Ne? Also ich. Ja. Oh, die eine Einheit routet. Boah, das ist super, super. Ja, komm, geh raus. Ja, ich sehe sie doch. Und was soll ich jetzt machen? Einen von denen geroutet. Oh, das ist sehr gut. Oh, der sammelt sich hier wieder. Ach, jetzt verfolgen sie die, statt normal zu kämpfen. Was soll denn der Mist? Oh, scheiße. Was soll der Scheiß? Ah, scheiße. Nee. Geh raus. Kämpft sie nieder. Ach, Dreck. Das ist irgendwie, also mit alter Beharrlichkeit noch so ein bisschen buggy, muss ich ganz ehrlich sagen, hier so ein bisschen. Ich finde die Dreierfähigkeit von Germanicum super. Vergeltung. Machst du an, wenn du reinrennst und wenn er immer schön läuft die einfach durch. Meine Einheit. Kannst du mir helfen, Loki? Loki, bitte, komm zu mir, wo die Reiter sind. Weil, ja, genau, schießen wir wieder die in Kreuz. Ja, das sind doch fast keine mehr. Aber die machen mich jetzt platt, weil ich habe keine Kontrolle mehr über meine Leute. Hier sind 6 Einheiten. Und 3 davon Tier 7.
Mhm. Es wäre sehr nett, wenn hier noch jemand kommt. Na gut, jetzt kommen welche. Sehr gut. Ja, das war jetzt nämlich dämlich. Oh, dämlich. Habe ich nämlich alles verloren. Auf der. Ne, doch nicht. Hat der verloren? Okay. Er ist sogar disconnected, der Siebener von denen. Ja, der wird jetzt einfach abgeschlachtet. Der hat's einfach aufgegeben, so wie es aussieht. Boah, fuck! Boah, der ist raus. Sehr schön. Krieg ich die Kontrolle über meine Leute bitte wieder? Danke, danke, danke. Oh, und einer hat wieder gesammelt. Wo sind die jetzt? Ich irgendwo mitten in der Pampa. Boah, ich hab dich hier noch gekriegt, ey. Fuck, ey. Ich hab dich. Mach sie nieder. Ja, viel ist bei dir aber auch nicht mehr übrig. Nö, muss es aber auch nicht. Komm, drauf da. Sterbt. Also. Hallo und drauf. Macht's tot. Charge him down! Sehr schön. Rums. Charge! Oh, nochmal Rums. Oh, so gut. So, die sind geroutet und die sind ebenfalls geroutet. Halleluja! Übrigens, danke Loki. Das war wirklich sehr wichtig und gut, dass du es gemacht hast. No problem. Das ist wohl wirklich irgendein Bug, dass die Einheiten den Nahkampf verlassen, durch den Gegner durchläuft. Kann man ja, wie gesagt, anschalten. Aber sowohl mit Infanterie als auch mit Kavallerie. Ja, weil es eigentlich Blödsinn ist, weil wenn du dich durch eine eigene, durch eine gegnerische Einheit durchbewegst, kriegst du Schaden. Also. Ja, aber wenn du chargst, dann nicht mehr. Das spricht, du verlässt den Nahkampf für einen Bruchteil einer Sekunde, dann aktivierst du direkt deinen Ansturm und rennst da ja durch. Also du machst dann ja Schaden beim Durchrennen. Naja, du bekommst auf jeden Fall Schaden, das habe ich schon gemerkt, wenn du dann plötzlich stehen bleibst, also wenn deine Einheiten dadurch plötzlich stocken. Nee, aber bei mir ist jetzt so, ich gehe mit meinen quasi kurzzeitig aus dem Nahkampf raus, charge direkt rein und führe dann den Nahkampf fort. Und dadurch bekommt halt die Gegnereinheit teilweise extrem viel Schaden, weil der Charge halt auf ganzer Breite volltrifft. Lol, guckt euch mal den hier an. Ich bleib jetzt hier stehen. Bringt ja eh nichts mehr. Da ist noch ein AFK-Hoplite. Jo. No. Aber das finde ich auch wieder gut an dem Spiel. Das haben sie schön gelöst, dass die AFK-Einheiten noch gesteuert werden können. Jo. World of Tanks würde ich mir das mit Panzern wünschen. Ja, dass dann einfach wer als erstes stirbt quasi in den Panzer reinspringen kann. Obwohl das vielleicht auch nicht immer das Beste ist, dass die als erstes sterben, da in den Panzer reinspringen dürfen. Das kann man durchaus diskutieren. So, nochmal Eid der Beharrlichkeit an. Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn der da einfach nur sinnlos rumsteht. Das ist richtig. Und gebrochen. Macht's weg! Es braucht kein Mensch mehr! Ich glaube, das war auch jetzt auch die letzte Runde für heute. Es ist schon nach 12. Ja, da. Für mich doch lange nicht. Ich muss noch ein paar Leute Tagessiege machen. Ich muss morgen noch aufstehen. Ja, ich auch. Morgens wieder Schule bei meinem Junior. Bei mir ist auch Schule. Gut. Hab gerade alle Klausuren hinter mir. Es ist nicht so schlimm. Ich habe noch jede Einheit, aber sie bestehen nur noch aus ein oder zwei Mann. Ich habe sogar noch ein paar mehr. Hab noch so, ja. Ja, 30 Leute, 32. Ich gehe jetzt auch noch mit Cabin, weil ich glaube, den letzten, den hole ich mir da nicht mehr. Wo auch immer der ist. Ja, ich bring jetzt auch mit ins Lager. Day for Rome.
Boah, wie die ganze Horde da reingeht, ne? Sah schon geil aus. Gute Nacht, was hast du? Nacht. Ui, das war aber auch eine gute Runde. Oh ja. 702,7. Also die Punkte nehme ich. Ich habe auch 1078 freie EP gerade bekommen. Und 3000 fast. Nee, ich habe 3000 Einheitenerfahrung. Das auch schon. Also diese Boni sind absolut heftig. 3200 ohne nachgerechnet zu haben. Wow. Melee Cavalry! So, geilo. Jetzt habe ich hier tatsächlich ab jetzt hier. Was sind das hier? Equites. Also meine sind jetzt auch entstockt. Ich gehe dann aber auf die Legionäre, nicht auf die Panzer. Cornelius Scipio. So, rein mit denen. Was können die denn da vereinen? Oh, die haben einen Buff. Hebt für kurze Zeit die Moral aller in der Nähe befindlicher Verbündeter. Innerhalb von 20 Meter kann ich mit denen einen Buff quasi machen. Das ist ziemlich cool. Ja, klingt geil. Also sprich, du chargest irgendwo rein, wo noch Verbündete stehen und buffst dann noch deren Moral. Ja, also ich kann im Grunde verhindern, die können nicht mehr zuschlagen. Also die anderen konnten treten, die sorgen jetzt echt dafür, dass die eigenen Leute nicht davonlaufen. Das ist eigentlich fast noch cooler, wenn da irgendwie Kavallerie-Bogenschützen oder sowas angreifst. Ja. Kannst du da nochmal versuchen, die zu retten. Melee Cavalry! So, ich mache hier nur noch hier quasi, ich bereite die Einheit für den nächsten Kampf vor, aber der findet nicht mehr heute statt. So, also ich bin sehr zufrieden, habe 6000 jetzt hier noch freie Erfahrungspunkte, was natürlich super ist. Die kann man jetzt gleich mal sinnlos verprassen. Also ich habe das meiste, was ich an der freien Erfahrung bekommen habe, wirklich in die Befehlshaber noch gesteckt. Also in deren Tech-Tree. Ja, das mache ich auch. So, jetzt mit dem Germanicus eigentlich fast voll ausgebaut. Also soweit es halt geht. So, und mehr kann ich nicht. Alles klar, gut. Ich muss jetzt halt echt gucken, dass ich jetzt meinen Germanicus auf Level 7 bringe. Der hat das größte Potenzial, dahin zu kommen. Der ist jetzt schon auf halbem Weg zu Tier 7, aber das dauert halt trotzdem noch ewig. Ja. Naja, gut, dann vielen lieben Dank für alle, die zugeschaut haben und natürlich auch an euch, die mitgespielt haben. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Gutes Nächtle. Gutes Nächtle. Tschüss. Ciao, ciao. Und ade.